Ich begrüße euch zum 54. Vortrag zur Apokalypse und wie immer mit dem Wochenspruch aus dem Seelenkalender und damit ja nichts schief gehen kann, lese ich ihn heute gleich am Anfang. Also heute wird das Rest, wird die Fußnote zum Wochenspruch, das letzte Mal war es die Einleitung dazu, die war halt 2 Stunden lang. Heute machen wir es umgekehrt. Wir stehen in der 4. Woche seit Ostersonntag und der Spruch lautet so: Ich fühle Wesen meines Wesens. So spricht Empfindung, die in der sonnerhellten Welt mit Lichtesfluten sich vereint. Sie will dem Denken zur Klarheit Wärme schenken und Mensch und Welt in Einheit fest verbinden. Also es geht darum, dass wir jetzt mit unserer ganzen Empfindung uns immer mehr zuwenden, dem Sonnenlicht draußen, aber auch der Sinneswelt draußen, aber vor allem auch der geistigen Welt, die darin wirkt und die auch mit dem Sonnenlicht hereinkommt. Und hier wird eben angedeutet, dass man in dieser sonnerhellten Welt Wesen fühlen kann, die gleicher Art oder ähnlicher Art sind wie mein eigenes Wesen. Also das heißt, so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wenn ich da mich seelisch in die Welt hinein versenke, da draußen mich verbinde mit ihr, dass da auch geistige Wesen drinnen sind, dass so eine Gefühlsstimmung einfach da ist. Und genau das ist es, wenn man das fühlt, also in dem durchaus sinnlichen Erglänzen des Sonnenlichtes auch das wesenhaft Geistige, das darin ist, dann ist das etwas, was zur Klarheit des Denkens auch Wärme vermittelt, seelische Wärme. Also nicht nur die äußere Wärme, klar, es wird wärmer jetzt langsam, aber vor allem auch seelische Wärme, die man empfinden kann, wenn man sich mit Wesenhaften draußen verbindet, das verwandter Art ist wie wir selber, sagen wir es einmal ganz vorsichtig so. Weil es sind ja da draußen, es weben im Licht und überhaupt in der Natur draußen Wesenheiten verschiedenster Art. Es wirken die Toten mit in Wahrheit in der Welt da draußen, die sind sehr wesentlich beteiligt auch daran, wie die Natur sich verändert. Es wirken Elementarwesen mit. Es wirken Engelwesenheiten mit und höhere geistige Wesenheiten, die eben diese Elementarwesen führen. Also eigentlich ist es da, auf Deutsch gesagt, auf Wienerisch gesagt, ein ziemliches Gewurl an Wesenheiten draußen. Also es wimmelt von Wesenheiten, die da draußen sind. Und mit denen sich verbunden fühlen, entzündet ja Wärme, ein Feuer im Herzen einfach, ein mildes Feuer im Herzen. Ich lese es noch einmal. Ich fühle Wesen meines Wesens. So spricht Empfindung, die in der sonnerhellten Welt mit Lichtesfluten sich vereint. Sie will dem Denken zur Klarheit Wärme schenken und Mensch und Welt in Einheit fest verbinden. Und wir können diesen Spruch auch sehr gut für unser Thema verwenden. Also es liegt da auch sehr viel dazu drinnen, weil wir sprechen ja jetzt schon die längste Zeit über das 14. Kapitel der Apokalypse und in diesem 14. Kapitel insbesondere den Teil, wo es um unsere seelische Entwicklung geht, die aber eng auch zusammenhängt mit den Ätherkräften in uns. Wir werden das heute noch ausführlicher besprechen, weil das
für uns eine ganz große Zeitaufgabe auch ist. Also ich möchte einmal sagen, das Wichtigste, was wir heute tun können, um Positives in die Welt hineinzusetzen, ist einmal die Entwicklung unseres eigenen Seelischen, getragen aber von einem, ja, gut durchrhythmisierten Ätherleib. Also das heißt, Entwicklung eines Seelischen, das verbunden ist nämlich mit guten Gewohnheiten, mit einem guten Rhythmus. Aber ein guter Rhythmus im Leben, das ist, wird eben getragen vom Ätherleib, ist nicht zu verwechseln einfach mit einer täglichen Routine. So wie man es im Äußeren kennt. Weil äußere Routine, das ist eigentlich was, was ziemlich stark ins physisch Verhärtete hineingehen kann, sehr leicht. Nämlich dann, wenn nicht von der anderen Seite, von der seelischen Seite eine Beteiligung dazu kommt. Das Rhythmische, gerade das Rhythmische des Ätherischen, Ätherleib hat ja eben mit der Zeit zu tun, mit den Schwingungen der Zeit, wenn man so will, im Großen eben mit den Jahreszeiten beispielsweise oder mit noch größeren kosmischen Zyklen, aber auch im Kleinen mit der Tageszeit, mit der Nachtzeit, die durchschwingt, mit den Rhythmen auch, die drinnen sind, ja, ein kleiner Rhythmus wäre der Atemrhythmus zum Beispiel. Überall da wirkt der Ätherleib mit. Und zum Beispiel der Atem, das haben wir, glaube ich, auch schon mal andeutungsweise gesprochen, im richtigen, im guten Atmen liegt die Quelle aller Gesundheit drinnen. Also im Grunde werden wir krank dadurch, dass wir nicht richtig atmen. Das ist der Kern, aber man muss es eben im weiteren Sinn verstehen, nicht nur einsaugen und Luft daraus blasen, sondern es geht um die Rhythmisierung unseres ganzen Ätherleibs, dass der wirklich rhythmisiert ist. Und man muss denken, untertags unser Bewusstseinsleben, unser Wachleben, das sich des Astralleibes, des Seelenleibes bedient, der bringt untertags viel Zerstörerisches gerade in den Rhythmus hinein. Wir haben eben vom Seelischen her, wo wir vielleicht von plötzlichen Begierden oder sonstigen Impulsen gelenkt sind, die total arrhythmisch sind. Jetzt muss ich ja Schokolade essen, jetzt plötzlich ist man dann auch, das ist wahrscheinlich nicht im Rhythmus drinnen, nicht im normalen Essensrhythmus drinnen. Und ist ja im Kleinen jetzt keine Katastrophe, aber es summiert sich halt im Laufe des Lebens. Das sind alles die Kräfte, die unseren Ätherleib so ruinieren, dass er irgendwann einmal seine Bildefähigkeit, seine Bildekräftetätigkeit verliert. Der Ätherleib ist ja auch der, der in der Nacht immer wieder neu durchrhythmisiert wird, mit kosmischen Rhythmen eigentlich durchrhythmisiert wird, wenn unser Astralleib sich zu einem großen Teil, nämlich vor allem der obere Teil des Astralleibes, heraushebt und wieder mit den kosmischen Rhythmen verbindet und zumindest Bilder dieser kosmischen Rhythmen aufnimmt und sie hineinversenkt, vor allem einmal in den Ätherleib. Und der Ätherleib wird dadurch wieder gestärkt, er lernt sozusagen jede Nacht von neuem wieder die Rhythmen, die ihm durcheinander gekommen sind, neu zu ordnen. Und das verdankt er dem, dass unser Seelisches, unser Astralisches in der Nacht, wenn wir tief schlafen, wenn wir vor allem, wenn wir traumlos schlafen, draußen ist. Und aus dem Makrokosmos die Kräfte empfängt, um den Mikrokosmos Mensch zu bilden. Gerade die Bezeichnungen Mikrokosmos, Makrokosmos hängen sehr stark auch zusammen mit dem Astralischen. Nicht, weil, wenn ich sagen will, was ist der Makrokosmos, dann ist es vor allem einmal das Astralische des Kosmos draußen. Also diese Kräfte, die im Kleinen, aber unserem Mikrokosmos, unserem Astralleib entsprechen. Das heißt, so primär ist einmal unser Astralleib der Mikrokosmos. Und nach dem gestaltet sich aber dann auch der Ätherleib und letztlich auch der physische Leib, so dass man natürlich im erweiterten Sinn sagen kann, ja, unsere ganzen Leibesglieder
sind zunächst einmal auch Mikrokosmos. Alle. Aber ausgehend tut es davon, dass das Astralische, unser Astralleib, in der Nacht aus dem Kosmischen diese ordnenden Kräfte aufnimmt. Die Weisheit, diese gewaltige Weisheit, die eigentlich da draußen ist. Ich meine, der Makrokosmos ist erfüllt von kosmischer Weisheit. Zumindest bis hin zur Astralsphäre der Erde. Da schaut schon etwas problematischer aus, weil die Astralsphäre unserer Erde letztlich durch unsere Tätigkeit, die dem Einfluss der Widersacher unterliegt, mittlerweile ziemlich durcheinander gebracht ist. Es war nicht immer so, es wird hoffentlich nicht immer so bleiben, aber zurzeit sind wir ja in der ungeordnetsten Phase der Astralität unserer Erde. Also da herrscht ziemlich viel Chaos. Man kann auch sagen, anstatt Weisheitslicht ist gerade unsere Erdastralsphäre mit einer ziemlichen Dunkelheit erfüllt. Also, wenn wir vorhin vom Sonnenlicht da draußen gesprochen haben, so ist dieses astralisch-sonnige dringt heute sehr schwer durch diese eigentlich sehr verfinsterte Astralatmosphäre unserer Erde. Und das ist ein Bild davon, wie auch unser Astralleib untertags eigentlich immer mehr wird. Nicht nur in der Nacht wird unser Astralleib erfrischt, weil er sich verbindet mit dem Kosmischen, das noch weit über unsere Erdastralsphäre hinausgeht. Zwar nicht in voller Realität, aber es nimmt unser Astralleib die Bilder des großen Kosmischen auf. Und zwar die Bilder, die auch weit hinaus erreichen über die Erdastralsphäre. Und das heißt, wenn wir am Morgen erwachen, bringen wir da einen wieder relativ strahlenden Astralleib mit, einen durchleuchteten Astralleib mit, einen seelisch durchwärmten Astralleib mit, einen seelisch geordneten Astralleib, der dem Ätherleib diese Ordnung wieder einverleibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn es dann so durchgeht durch den ganzen Tag bis zum Abend hin, verdunkelt sich unser Astralleib immer mehr in Wahrheit. Er beginnt sich dabei zwar immer mehr in seiner Eigenheit zu fühlen, daher brauchen wir das auch drinnen. Also gerade diese Verdunklung, vor allem für das äußere Astralische, ist notwendig, damit wir uns selber finden, aber es ist halt heute schon sehr, sehr stark diese Verdunklung. Und wenn es noch einen Schritt weiter geht, dann würden wir im Grunde abgerissen werden. Also das wird hoffentlich nicht passieren, aber das ist das, was unter dem Einfluss der Widersacher einfach passiert. Und wir können dem aber entgegenarbeiten, dadurch, dass wir unsere astralischen Kräfte nicht nur reinigen. Wir haben die letzten Male eigentlich schon davon gesprochen, die Reinigung allein ist noch nicht genug. Das war das, was in der vorchristlichen Zeit das einzig Mögliche war und darum konnte man es auch gar nicht anders machen. Dann bedeutet die Reinigung nämlich, dass man das, was unrein geworden ist oder durch das Tagesbewusstsein unrein wird während des Tageslaufes, ja, dass man das auslagert, ja, im Grunde in die Astralatmosphäre der Erde, in der auch die anderen Menschen leben, die Mitmenschen leben und denen wird es in gewisser Weise aufgebürdet. Weil die nehmen ja sehr viel auch aus dieser Astralsphäre der Erde auf. Nicht wahr? Wir nehmen eben nicht nur Kräfte auf aus dem hohen Astralischen, aus dem reinen Astralischen, das diese hohen astralischen Sphären belebt, sondern wir nehmen halt natürlich auch Kräfte auf aus der irdischen Astralsphäre während des Tageslebens, vor allem aber auch, wenn wir zu einer Geburt herunterkommen, also wenn wir uns inkarnieren auf Erden, müssen wir uns ja auch einen Astralleib wieder formen, der
anfangs noch sehr stark verbunden ist, namentlich mit dem Astralleib der Mutter und mit den Kräften, die drinnen ist, aber auch mit denen des Vaters und der ganzen Familie, mit der man sich verbindet, aber insbesondere halt mit den Kräften der Mutter. Aber wir nehmen eben auch die dunklen Astralkräfte auf, die in der Erdatmosphäre herrschen. Ganz besonders natürlich unsere eigenen Karma-Päckchen, unsere Schicksalspäckchen, die legen nämlich in dieser irdisch-astralischen Sphäre drinnen. Dort haben wir sie zurückgelassen. Die nehmen wir auf, aber oft auch durch die Wirkung der Widersacher, die eben in dieser Erdastralatmosphäre stark wirken, auch unter Umständen noch andere verdunkelnde, geistig verdunkelnde Kräfte. Das ist heute das Schicksal jedes Menschen, der sich auf Erden verkörpert, dass er eigentlich mit einem Astralleib geboren wird, der nicht vergleichbar ist mit dem, den wir einmal in ferner, ferner Vergangenheit haben, sondern der seit langer, langer Zeit immer mehr verdunkelt wurde. Und wir sind heute im Tiefpunkt dieser Entwicklung drinnen, also in der dunkelsten Zeit. Man kann sagen, die Erde, geistig gesehen vom Kosmos, wenn man ihr Astralisches betrachtet, das schaut sehr dunkel aus. Ist nicht leuchtend wirklich. Es glimmt ein Licht darin, aber man muss erst durch diese dunkle Decke durchschauen, dann sieht man schon, was an auch positiven Astralkräften in der Erde drinnen ist, insbesondere auch dadurch, dass sich der Christus mit der Erde verbunden hat. Und dann sieht man da und dort kleine Lichtchen aufleuchten. Das sind die Menschen, die bereits begonnen haben, ihren eigenen Astralleib nicht nur zu reinigen, zu läutern, sondern ihn wirklich zu erneuern. Und erneuern heißt, dass wir negatives astralisches ausscheiden, na nicht ausscheiden, sondern ins Nichts hinein verschwinden lassen. Das ist ein großer Unterschied zu dem bloßen Reinigen, wo wir es in der Erdatmosphäre, in der seelischen Erdatmosphäre ablagern. Sondern wir lösen es, wenn wir wirklich aus unserem geistigen Impuls heraus so weit sind, aus unserem Ich, dass wir astralisches neu erschaffen können. Dann können wir auch altes Astralisches ins völlige Nichts hinein auflösen. Und diese Auflösung ist zugleich eine Art Erlösung der Erde von diesen negativen Kräften. Also wir, wirklich wir, die Menschen sind die, die die Astralatmosphäre der Erde im Laufe der Zeit, im Laufe noch der kommenden Inkarnationen, da wird es dir wohl doch noch einige geben, dass wir das möglichst alles auflösen, was an dunklem Astralischen drinnen ist, durch die Einwirkung der Widersacher. Das ist also eine Aufgabe, die wir mit unseren Fähigkeiten, Kraft unseres schöpferischen Ichs vollbringen können. Das ist, wir sind jetzt schon heute in der ja, ersten Klasse der geistigen Schule, wie erschaffe ich Astralisches aus dem Nichts? Wie löse ich Astralisches ins Nichts hinein auf? Das ist die erste Stufe, die erste Klasse auf dem Weg, wie werde ich eine große, letztlich irgendwann einmal kosmische, schöpferische Wesenheit? Das ist die allererste Stufe. Und das beginnen wir mit unserem eigenen Astralleib. Und damit gleichzeitig verbessern wir die Astralatmosphäre der Erde. Das ist ganz wichtig. Und wir sind eben jetzt wirklich, auch beginnend mit dem 21. Jahrhundert und dass davor dieses Ereignis 1998 war, also das dritte Mal die Wiederholung dieser bekannten Zahl 666, über die wir öfter schon gesprochen haben. Also das ist die dreimalige Wiederholung dieser Zahl. Die hat ja zur größten Verdunklung eben geführt. Und das hat begonnen während des 20. Jahrhunderts und setzt sich jetzt noch intensiv fort. Weil man darf nicht denken, dass 1998, das ist
nur in dem Jahr spielt sich das ab, sondern das spielt sich viele, viele Jahre oder sogar Jahrzehnte vorher beginnt das schon zu wirken. Und viele der Ereignisse im 20. Jahrhundert bis zurück, so Erster Weltkrieg oder was, sind schon Vorboten dieser Wirkung. Und mindestens so lang wird es nachwirken. Und das heißt, jetzt ist die beste Gelegenheit, die Kräfte in uns zu üben, zu trainieren, wie werde ich mit dieser seelischen Dunkelheit fertig. Und auch gerade, wenn man es jetzt ganz konkret auf unsere ganz heutigen Tage nimmt, also die Zeit jetzt dieser Corona-Krisensituation, dann ist das größte Problem dabei, dass da eine seelische Verdunklung, dass sich die noch vertieft hat dadurch. Das ist das, was man beobachten kann. Und zwar weltweit. Weltweit. Und das betrifft also eben die ganze Astralsphäre der Erde. Die hat dadurch einen noch größeren Schub zur Verdunklung bekommen. Und das ist das sicher weitaus größere Problem als die äußere Virusproblematik. Aber der Hintergrund, der dahinter ist. Ich meine, das ganze Virus Damm und herum ist nur das Kräuseln an der Oberfläche. Das ist sozusagen das Symptom, das sich zeigt auch in der sinnlichen Welt, wenn man so will, in der messbaren Welt. Aber was eigentlich dahinter steckt, ist diese seelische Verdunklung und ist auch die Ursache der ganzen äußeren Krise jetzt, die da ist. Also man darf nicht denken, aha, jetzt ist das Virus gekommen und dadurch hat sich die Seelenatmosphäre verdunkelt, sondern es ist umgekehrt. Es hat sich die Seelenatmosphäre verdunkelt, das wirkt in das Seelische der einzelnen Menschen auch hinein und das hat die Anfälligkeit für solche Erkrankungen erhöht, einfach. Und dadurch kann sich so etwas ausbilden. Aber es ist ganz wichtig und das einzelne äußere Forscher erkennen das auch. Im Übrigen haben das auch Leute wie Robert Koch oder so durchaus gewusst. Ein Virus oder auch ein Bakterium, da ist es ähnlich. Virus ist halt eine verschärfte Form dieser ganzen Geschichte. Findet seinen Nährboden nur dort, wo etwas im Organismus nicht in Ordnung ist. Und wenn man das jetzt eben geisteswissenschaftlich noch genauer verfolgt, dann ist es das, was eben im Astralischen nicht in Ordnung ist. Was im Astralischen verdunkelt ist, was im Astralischen aus dem Rhythmus herausgefallen ist und dieses Arrhythmische überträgt auf den Ätherleib, der dann nicht mehr genügend Selbstheilkräfte aufbringen kann. Nicht? Wenn unser Astralisches vollkommen in Ordnung wäre, wären wir absolut gesunde Wesen. Wir könnten keine Krankheit haben. Wir wären allerdings, wenn das so wirklich ganz perfekt wäre, auch nicht so physisch verkörpert, wie wir es heute sind. Wir hätten zwar einen physischen Leib, aber er wäre kein stofflicher Leib geworden. Und damit wir unsere Selbstständigkeit, unser freies Ich bekommen, musste diese nicht nur physische, sondern stoffliche Verkörperung auch tatsächlich stattfinden. Und die haben wir den Widersachern zu verdanken, dass sich unser eigentlich reines physisches, das also für sinnliche Augen völlig unsichtbar wäre, verdichtet hat oder zersplittert hat innerlich bis zum Stofflichen. Und damit eben auch zu einer Verdunklung geführt hat. Klar, weil durch unseren Körper sieht man, außer mit Röntgenstrahlen oder irgend sowas, auch nicht wirklich durch. Durch unseren wirklichen physischen Leib wird immer so durchsehen mit sinnlichen Augen, dass man ihn eben gar nicht sieht. Und ich habe das ja auch schon öfter in den Vorträgen erwähnt, in Wahrheit sind wir von einer Vielzahl von geistigen Wesen umgeben, die sehr wohl physisch sind, aber nicht sinnlich sichtbar. Betrifft also die ganze Elementarwesenwelt. Die sind alle physische Wesen von den Gnomen, bis zu den Sylphen hinauf sind sie alle physisch, sie haben alle einen physischen Leib, aber nichts Stoffliches. Sie wirken im Stofflichen, aber sie sind nicht selber physisch. Ja, aber heute ist es halt für uns alles sehr dunkel geworden. Aber das ist einerseits also das Zeichen, dass jetzt der große Angriff der Widersacher da ist.
Oder eine große, sagen wir es ein bisschen vorsichtiger und harmloser so, es ist eine große Wirkung der Widersacher da. Und das Große daran ist, dass das die Chance ist, so viel Geistiges zu entwickeln wie noch nie. Wie noch nie in der Menschheitsentwicklung. Größte Dunkelheit ermöglicht die größte geistige Entwicklung. Das ist aneinander tatsächlich gebunden, zumindest für unsere menschliche Entwicklung. Wir sind also sehr sonderbare Wesen. Und das liegt daran, dass wir eben die Freiheit entwickeln sollen, dass das, ich habe jetzt schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt, wie heißt der Schöpfungsplan kurz gefasst? Es geht darum, ein freies geistiges Wesen zu schaffen. Dass die gleiche Freiheit hat wie die Schöpferquelle, die große göttliche Schöpferquelle selbst. Und über diese Schöpferkraft frei verfügen kann. Das ist der Schöpfungsplan, nicht mehr und nicht weniger. Die Details ergeben sich im Zuge der ganzen Sache. Also es gibt nirgendwo die göttliche Schublade im göttlichen Büro, wo der fertige Plan drinnen liegt und man das nachschlagen könnte. Sondern es geht nur darum, freie geistige Wesen zu erschaffen. Erstmals in der Weltentwicklung. In dem Maße, wie es bei Menschen eben möglich sein soll und möglich sein wird. Für viele hoffentlich, das gab es in dem Maße noch nie. Bissl Vorgriff war schon bei den Wesenheiten, die heute die luziferischen Wesenheiten geworden sind, die hatten bereits einen gewissen Freiraum, da ist es vorbereitet worden, daher waren sie die perfekten Verführer mal für den Menschen, um ihn auch in diese Freiheit zu führen und in die Freiheit zu führen. Der erste Schritt ist immer, ich trete in die finsterste Gottesferne. Das ist der erste notwendige Schritt. Solange ich nicht in der völligen Finsternis drinnen bin und das Geistige, den Zugang zum Geistigen verloren habe, vorher gibt es keine Freiheit. Und der Punkt ist, ich nehme aber mit meinem Ich etwas mit. Und darin liegt die Kraft, aus eigener Kraft dieses Licht neu zu entzünden. Und dieses Licht findet wieder zum Geistigen. Das ist die Laterne, die ausstrahlt und die aber nur sichtbar macht, das, was draußen an geistigem Licht da ist. Aber dazu muss diesem geistigen Licht von außen das geistige Licht von innen entgegenkommen. Ansonsten erscheint uns die geistige Welt auch wie die ganze Finsternis. Und ist es für uns nicht da. Das ist eben nicht bei allen geistigen Wesenheiten so. Bei der Mehrzahl der geistigen Wesen ist es eben so, dass wenn sie erfüllt werden und durchflutet werden von dem geistigen Licht, das auf sie herabströmt, dann wird es hell in ihnen. Dann wird es ganz hell in ihnen. Und bei uns ist es nicht so. Bei uns wird's, und vor allem jetzt seit der Zeitenwende, seit wir wirklich also diesen gewaltigen Schub bekommen haben, dass der Christus sich verbunden hat mit der Erde und daher mit dadurch im einzelnen Ich als Kraft wirksam werden kann, aber so, dass wir eben frei über diese Kraft verfügen. Seitdem ist es notwendig, dass wir unser Licht aussenden, um das geistige Licht, das uns umgibt, wahrzunehmen. Oder wir senden halt unsere Dunkelheit aus. Wir haben beides. Und je stärker die Dunkelheit, desto stärker die Kraft, die notwendig ist, um diese Dunkelheit zu überwinden. Aber gerade das ist in Wahrheit für unser Ich der Ansporn, immer stärker seine Kräfte zu entfalten. Dazu braucht es dieses reale Dasein der Verdunklung. Das geht also nicht so theoretisch sozusagen. Ja, ich weiß, also die Dunkelheit, aber es leuchtet. Nein, wir müssen ganz real in diese Finsternis verfallen. Immer wieder, wir tun's auch. Wir tun's jeden Tag, verfallen wir immer wieder, mal immer mehr durch unser Tagesbewusstsein in diese Dunkelheit und wir kämpfen uns durch. Und es ist bei jedem Atemzug eigentlich ein Prozess der Verdunklung. Und wieder der Durchhellung. Es passiert alles regelmäßig. Mit jedem Atemzug. Mit jedem Atemzug passiert das. Und
Wir gehen, wenn wir einatmen, in unser Dunkles hinein, werden aber ganz wach bewusst dafür, dadurch für unsere Außenwelt und für uns selbst. Ich bin ein Einzelwesen. Und die Frage ist, kann ich dieses Bewusstsein mitnehmen in den Ausatmungsprozess? Oder schlafe ich dann halb ein oder träume weg? Im Großen ist es eben der Jahresrhythmus und das betrifft eben auch den Spruch, den wir heute gelesen haben. Wie ist es denn? Gehe ich, wenn jetzt draußen mehr wieder das Licht erwacht, das äußere sinnliche Licht erwacht und ich mich mehr mit dem verbinde, also das heißt, weggehe von diesem Ich-Bewusstsein, das sich in mir entzündet hat, ich bin ein Ich. Aber es sieht heute halt noch nichts vom Geistigen, aber ich bin ein Ich, ich bin ein Funkerl. Das wenigstens. Aber kann ich dieses Bewusstsein mitnehmen, wenn es hinausgeht in die Welt? Wenn ich das kann, dann kann ich da draußen Wesen meines Wesens erkennen. Dann sehe ich nicht mehr bloß die sinnliche Welt, sondern mit der sinnlichen Welt, durch die sinnliche Welt. Beginne ich zumindest einmal zu ahnen, die geistigen Wesen, die da draußen sind, der verschiedensten Stufen. Das ist also die Frage. Und wir sind jetzt eben in der stärksten Verdunklung drinnen. Und der Gegenschlag ist, dass wir am stärksten dieses Licht entfalten können und damit dieses Bewusstsein am stärksten auch entfalten können, wenn wir hinausgehen. Also heute haben wir die größte Chance, dieses Bewusstsein für die zuerst einmal ätherische, seelische, schließlich für die geistige Außenwelt wirklich zu entwickeln. Jeder von uns heute. Wir haben heute die besten Voraussetzungen dafür. Die gab es also in dem Maße noch nie. Dazu war eines Notwendiges, wir haben ja schon davon gesprochen, mit Beginn des 20. Jahrhunderts ist das sogenannte finstere Zeitalter des Kali Yuga zu Ende gegangen. Das war ein Zeitalter, das einmal vorbereitet hat, dass der Mensch ja die volle Sinnlichkeit entwickelt. Das heißt aber nicht, dass nicht jetzt trotzdem eine noch größere Dunkelheit da ist. Aber es hat einen anderen Charakter. Sie hat einen ganz anderen Charakter. Also diese Wolke, die da jetzt ist, ist wirklich die Wolke, die ja letztlich wir selbst mit Hilfe der Widersacher erzeugt haben. Und die können wir letztlich auch selbst auflösen. Das können wir. Wir haben sie geschaffen in gewisser Weise. Sie ist durch uns entstanden und wir können sie jetzt bewusst auflösen oder beginnen. Wir werden es nicht jetzt in dem Jahrhundert fertig schaffen, das aufzulösen. Aber der Punkt ist, wir sollten es geschafft haben, spätestens als Menschheit bis zu dem Zeitpunkt, wo die Erde selbst vom physisch-ätherischen in den rein astralischen Zustand übergeht. Bis dahin, was bis dahin nicht geschafft ist, wird zumindest für die nächste Inkarnation der Erde, also das heißt die nächste kosmische Entwicklungsstufe, Bestand haben. Das heißt, was dann das neue Jerusalem sein wird, von dem in der Apokalypse die Rede ist, also die nächste kosmische Verkörperung unserer Erde, wie hell oder wie dunkel diese Welt, wie reich oder wie arm sie von Haus aus ist, hängt von dem ab, was wir wirklich bis dahin geschafft haben. Nur von dem. Es hängt nicht ab von den geistigen Wesenheiten, die über uns sind. Die helfen uns dabei und die arbeiten mit und wir werden von dort die Kräfte empfangen. Wir werden dieses neue Jerusalem bauen mit den Kräften, die wir aber aus der Freiheit von oben empfangen, denen wir uns zuwenden. Das neue Jerusalem, wir werden das in späteren Vorträgen noch sehr genau besprechen, ist eine kosmische Welt, die von oben gebaut ist. Nicht eine Welt, die sozusagen von unten gebaut ist. Aber wir sind die, die da stehen und das herunterholen.
Wir sind es, die das herunterholen. Werden wir noch sehr ausführlich einmal in der Zukunft darüber sprechen. Das ist jetzt eigentlich alles nur so ein bisschen eine Einleitung dazu, was wir jetzt eben tun können, damit wir dann, wenn die Erde, unsere jetzige Erde in den astralischen Zustand übergeht, dass das dann ein möglichst weisheitsvoll durchleuchtetes astralisches ist, was da als astralische Erde entsteht. Also bis dahin haben wir Zeit, aber gewisse Schritte können wir auch nur jetzt unternehmen, solange wir noch nicht nur ätherisch, sondern auch physisch verkörpert sind, physisch-stofflich sogar verkörpert sind. Nicht, weil es wird sich ändern. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass in gar nicht so ferner Zukunft bereits viele Menschen sich nicht mehr verkörpern werden, in solchen Leibern, wie wir sie jetzt haben, das heißt in physisch-stofflichen Leibern, sondern dass sie bereits in einen anderen Zustand übergehen. Und nämlich im 7., 8. Jahrtausend, manche schon im 6. Jahrtausend. Das ist nicht weit, wenn man es also mit der Menschheitsgeschichte insgesamt vergleicht und wenn man es mit der Erdgeschichte vergleicht, ist es ein Klacks, also eine Winzigkeit eigentlich. Aber das zeigt nur an, dass im Vergleich zu früher jetzt ein riesiges geistiges Entwicklungstempo herrscht. Also wir stehen auf Vollgas jetzt in der Entwicklung in Wahrheit. Oder sollten es zumindest stehen, sind es auch bis zu einem gewissen Grad, trotz all der Dinge, die es äußerlich nicht so erscheinen lassen. Nicht wahr? Ausdruck dieser Verdunklung ist ja, dass im Grunde ein sehr, sehr großer Teil der Menschheit von der ganzen geistigen Haltung her im blanken Materialismus drinnen steckt. Und sich etwas anderes gar nicht mehr denken kann. Und das ist das große Problem, dass man es gar nicht mehr denken kann, dass man es auch nicht mehr fühlen kann, dass da was dahinter wäre. Weil wenn wir jetzt den Wochenspruch hernehmen, fühlen sozusagen mit meiner Empfindung, Wesen meines Wesens da draußen, das heißt jetzt am Anfang nicht einmal gleich, ich bin hellsichtig, na, ich sehe, wie da wie die Elementarwesen tanzen und sonstiges und die Engelwesen da hinten, das wird sicher nicht das Erste sein, was sich jedem eröffnet. Aber es ist schon etwas, wenn er spürt, wenn ich mich wirklich seelisch verbinde mit der Sinneswelt, die da vor mir ist, dann spricht das zu meiner Empfindung. Und es spricht zu mir so, dass ich den Eindruck bekomme, aha, zu meinem seelischen, zu meinem astralischen spricht ein seelisches, astralisches, das da draußen ist. Da ist etwas. Ich kann sozusagen die Konturen noch nicht wahrnehmen, aber ich spüre, da berührt mich etwas. Und es ist nicht nur bloß meine eigene Empfindung. Ich kann eine Blume ausschauen, yay, ist die schön. Und ja, weil es mir halt jetzt irgendwie rot anleuchtet oder was, aber es macht halt einen großen Unterschied, ob ich mich mit der Blume wirklich verbinde und etwas empfange von den seelischen Kräften, die sie umspielen und die ihre Blüte bilden, oder ob es jetzt einfach nur die sinnliche Erregung ist, die mich reizt, heute halt die tolle Farbe, die da drinnen ist oder so. Und die ja heute sehr beeinträchtigt ist bei den Menschen halt gerade durch die Sinnesreize, die wir in unserer modernen Welt nicht aus der Natur, sondern durch die ganze Technik und so weiter bekommen. Angefangen von der Straßenbeleuchtung, von den Neonreklamen oder sonstigen, von dem, was über die Bildschirme flimmert und so weiter. Das sind ja alles, ich meine, was so über den Bildschirm flimmert. Und die Wesenheiten, die ja auch, es sind ja auch Wesenheiten damit verbunden. Wenn da so ein Bildschirm flimmert und da die LEDs oder sonstiges und drinnen sind, die dort leuchten, damit überhaupt ein Bild zustande kommt, da wirken auch Wesenheiten mit. Aber das sind natürlich nicht dieselben Elementarwesenheiten, die in der Natur gestaltend wirken. Das sind eigentlich Finsterniswesenheiten, obwohl sie Licht ausstrahlen. Das ist eine wunderbare Verbindung zwischen arimanischen und luziferischen Elementarwesen, die dabei eine Rolle spielen.
Und die haben einen ganz anderen Charakter. Diese Wesenheiten könnten niemals die Natur so bilden, wie sie eben die regelrechten Elementarwesen bilden. Und diese Elementarwesen, ja, setzen wir eigentlich in die Welt. Wir setzen sie in die Welt. Das sind ahrimanische Wesenheiten, aber sie entstehen durch unsere ahrimanischen Gedanken. Dadurch bilden wir sie. Entstehen, vergehen, wie es bei Elementarwesen so ist. Elementarwesen sind was teilweise sehr Flüchtiges, aber sie entstehen jetzt einmal in immer massiverer Weise und sie umgeben uns und sie treten in eine sehr starke Konkurrenz mit den Elementarwesen, die in der Natur draußen sind. Und im Moment sind die Elementarwesen in der Natur sozusagen am Rückzug irgendwo. Und wir müssen uns bewusst sein, diese Elementarwesen strahlen wir eigentlich aus. Wir sind es, die sie ausstrahlen. Und wenn man sich so ein Bild dafür machen will, kann man durchaus sagen, wenn wir als Menschen nur auch durch die Natur gehen, ist einmal die große Gefahr da. Und was heißt Gefahr? Es ist Tatsache bei den meisten Menschen, bei fast allen in einer zumindest kleinen Weise vorhanden, dass wenn wir durch die Natur gehen, dass wir mal diesen Naturelementarwesen, diese Finsterniswesen entgegenstrahlen. Und wir müssen eigentlich sehr viel Geisteskraft aufbringen, um Lichtkräfte auszusenden. Das können wir sehr wohl. Und das ist halt unsere Aufgabe, die jetzt zu entwickeln. Aber wir strahlen zurzeit vorwiegend Finsterniskräfte aus. Und das heißt, stellt euch das wirklich jetzt einmal sinnbildlich ganz deutlich vor, mit jedem Schritt, den wir durch die Welt machen, verdunkelt sich die Welt um uns. Wir gehen durch einen Wald und wir verdunkeln eigentlich dadurch das Geistige, was dort lebt, das Seelische, was dort lebt. Wir töten die Lebenskräfte ab, die dort sind. Ohne dass wir noch jetzt irgendein Zweigerl vielleicht abbrechen oder sonst was. Nur allein durch das, was wir durch die Seelenkräfte und durch die Astralkräfte namentlich ausstrahlen, die verdunkelt sind in uns. Und das heißt, wenn wir das nicht ändern, dann wird die Erde frühzeitig sterben. An diesen Kräften. Damit sieht man aber, welche Stärke da drinnen liegt, weil man muss ja jetzt denken, gut, kosmisch gesehen ist unsere Erde ja eigentlich trotzdem ein kleines Ding. Und verglichen mit dem Astralischen, mit der Weltenastralität, könnte man jetzt sagen, die Erdenastralität, das ist ja klein. Ja, aber diese Erdenastralität, die ist was sehr Kompaktes. Und die lässt sich die hat einen sehr starken, ich sage mal, Abschirmeffekt gegen diese kosmisch-astralischen Kräfte. Und das heißt aber dann, dass die Erde in eine Seelenatmosphäre gehüllt ist, die dunkel ist, wo keine erfrischenden, großen kosmischen astralischen Kräfte so leicht herein können. In Wahrheit, wir als Menschen in der Nacht, wenn wir schlafen, wenn unser Ätherleib aus dem oberen Teil des Körpers herausgeht, wir erheben uns bis dorthin und nehmen Bilder mit. Und wir führen sie wenn es gut geht, nicht nur unserem eigenen Astralleib als Erfrischung zu, sondern auch der Astralwelt draußen. Also der Impuls ist drinnen. Und diese zwei Impulse sind halt im Widerstreit miteinander. Wir lernen jetzt an dieser, ja, nennen wir es ahrimanischen Verdunkelung, die hinter der die Asuras stehen, hinter der, ja, unser beliebtes zweihörniges Tier steckt oder das, was wir werden durch dieses Wesen Sorath. Dadurch sind diese Kräfte so stark, dass sie es wirklich schaffen könnten, namentlich durch das Wesen Sorath, dass die gesamte Erde aus ihrer vorgesehenen Entwicklung herausgerissen wird. Also der Möglichkeit nach besteht es. Jetzt braucht es euch nicht fürchten und schrecken. Genau diese Möglichkeit, dass das jetzt komplett schief geht,
ist notwendig dazu, dass der Mensch seine Freiheit entwickeln kann. Und man kann nicht sagen, hätte sich der liebe Gott das nicht irgendwie gescheiter einfallen lassen können, dass ein freies Wesen zustande kommt. Nein, das zählt, gehört zum Wesen der Freiheit, dass sie sich vollkommen abwenden kann von der geistigen Quelle, aus der es eigentlich stammt. Und das würde in letzter Konsequenz zur Selbstvernichtung des eigenen Ichs führen. Jedenfalls dieses Ichs, wie wir es kennen. Also das heißt, das wäre nicht nur der astralische Selbstmord, der seelische Selbstmord, sondern der geistige Selbstmord. Als Möglichkeit. Allerdings eine, die sehr schwierig zu erreichen ist. Da muss man sich nämlich wirklich, das ist nämlich der Punkt, also das gelingt nämlich nicht einfach nur durch die Verführung der Widersacher, sondern das würde den bewussten, freien Entschluss bedeuten, ich verbinde mich mit der anderen Welt. Ich gebe diese Art des Ichs freiwillig auf. Und das müsste ein wirklich bewusster, freier Entschluss sein. Und das passiert nicht so leicht. Das passiert jedenfalls nicht so einfach nebenbei irgendwo, indem man sagt, ich habe halt die Entwicklung verschlafen, sondern es bedeutet die ganz bewusste, wache Entscheidung dafür, sich für den anderen Weg, für den Weg des Sorat zu entscheiden. Aber diese Möglichkeit muss vorgesehen sein. Ansonsten ist die letzte Freiheit nicht möglich. Nicht nur die Freiheit muss so weit gehen zu sagen, ich lösche mich als freies Wesen aus und gliedere mich halt in jetzt was anderes ein, in das Reich des Sorat halt. Aber sonst ist es keine vollkommene Freiheit. Also bis zu der Konsequenz geht das. Aber genau dadurch haben wir auch die Kraft, Altes zu überwinden. Das ist genau das, je mehr wir dieser Gefahr uns nahen und je mehr uns das sozusagen angeboten wird, schau, wir bieten es dir an, umso mehr wächst die Kraft, dagegen aufzustehen. Weil umso freier werden wir. Umso freier werden wir. Und das heißt also, jetzt zunächst einmal bei der Erdentwicklung wird sicher ein Teil noch aus unbewussten Kräften halt verfallen, die zunächst einmal temporär verfallen, diesen Widersacherreich. Und die werden vielleicht halt dann auch während des neuen Jerusalems, also während der nächsten Verkörperung unserer Erde, ihre Entwicklung zunächst einmal nicht auf diesem neuen Jerusalem durchmachen können, sondern auf einem Nebenplaneten verbannt sein. Und sie bedürfen dann der Hilfe der Menschen, die geistig sich so entwickelt haben, dass sie in diesem neuen Jerusalem leben können, dass durch ihre Hilfe sie wieder eingegliedert werden können. Also durch ihre Unterstützung. Weil die Wesen, die Menschen, die durch ihre Schwäche oder durch ihre zu wenig Widerstandskraft halt gegen die Widersacher nicht voll bewusst dort hineingetaumelt sind, die können alle gerettet werden. Und die können so gerettet werden, dass man in ihnen diesen Ich-Impuls wieder entfacht und ihnen hilft dabei, ihn selbst zu entfachen. Der ist nämlich dort noch nicht vernichtet. Vernichtet ist er nur bei den Menschen, die sich aus Freiheit dazu entscheiden. Und das sind in der Regel Menschen, die eine starke geistige Entwicklung aber auch durchgemacht haben. Das sind aber die sich dann halt sozusagen für den schwarzen Weg bewusst entscheiden. Das ist das, was man halt als schwarze Magie dann letztlich bezeichnet. Das ist entsteht aus einem freien Entschluss, also die Meister des Ganzen. Ich meine, natürlich versuchen sie andere zu verführen dann und zu Dienern ihres Werkes zu machen, die diese Entscheidung nicht bewusst treffen. Die ihnen folgen sollen, halb unbewusst, die können alle gerettet werden. Aber die es nicht wollen, nicht.
Das heißt, die diesen Entschluss gefasst haben, sich mit dem Weg zu verbinden. Man muss dazu sagen, dass das natürlich auch ein schrittweiser Prozess ist. Also es ist nicht so, ich habe einmal jetzt irgendwann entschieden, ich gehe den schwarzen Weg und mit dem ersten Mal, dass ich diesen Entschluss sozusagen gedacht habe, wäre er schon vollzogen. Das ist ein Prozess. Das ist ein schrittweiser Prozess, in dem ich mich immer mehr verbinde. Also es ist nicht in einem Moment, dass die Freiheit des Ich ausgelöscht wäre und das Ich ausgelöscht wird, sondern es ist ein schrittweises, ja, man könnte sagen, Übergeben dieser Ich-Kraft an diese dunkle Welt, die aber dort halt zu was anderem wird. Und genauso wie geistig zum Licht strebende Menschen halt Schritt für Schritt sich entwickeln, so ist es auch auf der anderen Seite. Aber das muss man sehen, dass das da ist in der Welt. Und dass das eine Rolle spielt in unserer Welt. Dass das, ja, wie soll ich sagen, dass diese Kräfte ihre Finger im Spiel haben bei dem, was geschieht. Auch. Und dass das da ist. Und das ist heute allerdings erst ganz, ganz wenige Menschen gibt, die, naja, einmal bewusst daran denken, diesen Entschluss zu fassen und sagen, ich mache mich auf den Weg dorthin. Verwirklicht ist er noch bei keinem. Wirklich, nämlich zu Ende geführt, so dass die Umkehr nicht mehr möglich ist. Von Menschen spreche ich jetzt. Aber es gibt natürlich welche, die auf dem Wege sind. Und ich meine, die große Entscheidung auch diesbezüglich, auch für diese Menschen, die diesen schwarzen Weg einschlagen, bewusst ihn einschlagen, wird auch dann dort einmal kommen, wo die Erde vom physisch-ätherischen in den astralischen Zustand übergeht. Die, die sich bis dorthin vorbereitet haben und diesen Weg gegangen sind, die fällen dort ihre letzte Entscheidung. Die gilt dann bereits. Das heißt, die scheren aus der Entwicklung. Die gehen mit dem Reich der Widersacher, mit dem Reich Sorats mit. Mit der achten Sphäre, wie man es immer nennen will. Also achte Sphäre heißt es, weil es abseits steht dieser sieben planetarischen oder kosmischen Inkarnationen unserer Erde. Die wollen einen anderen Weg gehen. Und der liegt nicht in dieser Linie. Ich zeige sie so bewusst als, ja, so ein bisschen parabolische Kurve, weil sie geht eben durch einen Tiefpunkt durch und der Tiefpunkt ist jetzt im Prinzip. Ich meine, wenn man es genau zeichnen müsste, könnte man sagen, eigentlich so wie es regulär vorgesehen wäre, wie es angedacht war von den geistigen Hierarchien über uns, wäre dieser Tiefpunkt Erdenleben des Christus. Er verkörpert sich zur tiefsten Zeit, aber wir haben jetzt so eine, naja, noch, wir sind noch tiefer als tief gegangen. Und damit sind, weil dieser Tiefpunkt bedeutet einmal sozusagen, ja, wenn ich es mit der Erdoberfläche vergleiche, ist es die Berührung mit der Erdoberfläche, voll sozusagen zu stehen auf der Erdoberfläche. Was wir jetzt tun und jetzt ganz besonders seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist, dass wir unter die Erdoberfläche geraten sind. Und ja, wann das wieder hinaufgeht, das werden wir sehen. Aber als Menschheit und für die ganze Erdentwicklung sind wir jetzt in dem Bereich, der nach unten geht. Gibt da so Zeichnungen von Steiner, wo das angedeutet ist. Also man sieht dann diese parabolische Linie, die reguläre Entwicklung ist, und man sieht dann eine Kurve, die nach unten geht. Aber die muss nicht bis nach unten, ganz nach unten abstürzen. Das würde zutreffen für die, die wirklich dann endgültig den schwarzen Weg wählen. Die gehen dann nach unten. Das geht nicht mehr hinauf in die andere Entwicklung. Aber für sehr viele wird es bedeuten, sie gehen ein Stückchen den Weg mit, aber sie erfangen sie noch sozusagen, finden den Anschluss wieder. Ja, in Wahrheit enthüllt sich immer mehr
dass das eben sogar der notwendige Durchgang aber ist, halt nicht ganz hinunter zu versinken, aber durchzugehen und wieder aufzusteigen, um die volle Freiheit sich zu erwerben und das vorzubereiten. Und wir haben die größte Kraft zur Hilfe, die es geben kann. Es ist die Christuskraft, die in unserem Ich und durch unser Ich wirken kann und die wir rege machen können. Jederzeit im Prinzip. Aber wir müssen natürlich arbeiten. Also es genügt nicht, lieber Gott, hilf mir. Das ist zu wenig. Wir müssen an uns arbeiten, aber diese Arbeit ist auch nicht so, dass man sich denkt, ja Gott, was muss ich denn da für ein titanischer, gigantischer Mensch sein, dass ich das schaffe überhaupt? Es liegt in jedem Menschen. Und selbst im größten Verbrecher liegt das Potenzial drinnen, das zu machen. Und wurscht, und hat er Gräueltaten begangen als Verbrecher. Er kann die Umkehr schaffen. Das ist ganz wichtig. Es kann in ihm erwachen, weil die Ich-Kraft ist in ihm. Und diese Ich-Kraft, ja, die kann natürlich den Widersachern ausgesetzt sein und die zehren an dem Ich und namentlich Sorath und Adiasuras zehren sehr stark am Ich und wollen es da hinunterbringen. Aber die positive Kraft ist auch drinnen. In jedem, im schwersten Verbrecher ist sie drinnen. Und das heißt, es ist, niemand muss verloren sein. Jeder kann durch eigene Kraft diese Dunkelheit in Licht verwandeln. Und die Christuskraft unterstützt uns insofern dabei, als sie uns hilft, die entsprechend auch notwendige Umarbeitung der Ätherkräfte, die wir selber erst ganz gering ausführen können, die aber doch in beträchtlichem Maße notwendig ist, auch um dieses Ziel zu erreichen, dass die uns vom Christus zur Verfügung gestellt wird. Dieses Arbeiten mit den Ätherkräften, dieses Durchrhythmisieren, dieses lebendig durchorganisieren im Ätherischen, so dass das wirklich ein gesunder Ätherorganismus wird. Da hilft uns die Christuskraft dabei. Die können wir selber noch nicht in dem Maße aufbringen. Aber im Seelischen ist es unser Ich, das arbeitet. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen mit der Aufgabe nicht komplett fertig werden. Aber wir müssen es so weit schaffen, dass halt die seelische Atmosphäre der Erde, die Astralsphäre der Erde, so weit wie möglich gereinigt wird. Das wird davon abhängen, wie die einzelnen Menschen ihr Astralisches reinigen. Und dadurch die Erde erst so wirklich wieder aufnahmefähig wird für geistige Impulse. Das wird dann führen zur Vergeistigung unserer Erde. Also vom Astralischen geht es ins Geistige über. Und aus dem bildet sich dann, wenn es ganz bis ins höchste Geistige aufgelöst ist, bildet sich sozusagen aus dem Nichts heraus die neue Verkörperung unserer Erde. Das ist dann das neue Jerusalem, das auf uns zukommt. Und aber wir müssen eben jetzt sehen, also wir haben diese Kraft, aber wir müssen ja sehen, es gibt in uns selber natürlich auch oder in der Menschheit die Feinde, die sich bewusst auf die schwarze Seite schlagen. Mit der müssen wir rechnen. Und das sind halt die Erde in die Dunkelheit führen würden oder zumindest Stücke der Erde in die Dunkelheit führen und die der künftigen Entwicklung entrissen ist. Und das ist letztlich damit gemeint, ja, jetzt zitiere wieder mal die Apokalypse, damit auch der Text der Apokalypse nicht ganz in den Hintergrund gerät. Er ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten, deswegen, weil ich war selber überrascht, wie viel da an Hintergrund drinnen steckt und notwendig ist, ihn zu erläutern in oft nur ein paar Zeilen, die da drinnen stehen.
Und weil alles das, über das wir jetzt seit einigen Vorträgen bereits sprechen und wahrscheinlich noch ein bisschen sprechen werden müssen, betrifft im Grunde hauptsächlich diese Schilderung da. Und ein zweiter anderer Engel folgte und sprach: Gefallen. Gefallen ist die große Stadt Babylon, die den Wein und die Aufwallung ihrer Unzucht an alle Völker der Welt ausgeteilt hat. Es klingt so bescheiden, oh ja, dort ist halt Unzucht passiert, okay, das ist nicht sehr moralisch vielleicht oder sonstiges, aber ist das jetzt so schlimm, dass die Welt gleich untergeht deswegen? Es ist in viel größerem Stile gemeint. Was hier mit Unzucht gemeint ist, ist nicht einfach eine sexuelle Verfehlung, wie sie öfters wo vorkommt. Wobei das auch Dinge sind, die natürlich keinen positiven Einfluss haben. Aber viel größer, es geht um viel Größeres. Mit Unzucht ist gemeint die Unzucht des Geistes. Dass sich das Geistige, nämlich unser Ich, verbindet mit den Kräften, die nach unten ins Schwarze gehen. Und das geht es. Und jetzt vor allem, dass wir also dafür sorgen, dass das Astralische immer mehr verdunkelt wird, immer mehr zu, ja, wie soll ich sagen, zu dem Geschenk wird, dass wir dieser Macht Sorath überreichen. Nicht nur die Menschen, die also ganz bewusst an dieser Verfinsterung arbeiten, die diesen Weg gewählt haben, aber halt begonnen haben, ihn zu wählen, sagen wir es noch vorsichtiger so, die erzeugen in sich und in ihrer Umwelt eine etwas Seelisches, das eben dann nicht aufgelöst werden kann ins Geistige, sondern das auch hinuntergeht in diese Widersacherwelt, in diese achte Sphäre hineingeht. Um diese Unzucht geht's, um die geistige Unzucht. Da wird nämlich, was geht noch mit dem? Es geht mit und auf dem Weg mit. Und das ist eben das ganz Gravierende. Das, was wir in unserem Ich aus der geistigen Quelle holen können, geht mit dem Ganzen mit. Und wir schenken es dieser Welt als eine Kraft, die dort dann in ganz anderer Weise wirkt. Aber wir geben ihr eine Kraft, die Sorath selber durch sich nicht erreichen kann. Und deswegen hat er natürlich an den Menschen ein Interesse, an der Erdentwicklung, dass die ordentlich funktioniert und dass er heute halt jetzt mitwirken würde als Widersacher, um diese Entwicklung überhaupt möglich zu machen. Das interessiert Sorath gar nicht. Diese Wesenheit oder diese Wesenheiten in Wahrheit, die damit verbunden sind, das interessiert sie gar nicht. Aber sehr interessiert sind sie am menschlichen Ich, weil sie da durch den Menschen Zugang zu etwas bekommen, zu dem sie selbst keinen Zugang haben. Und das heißt, die Menschen, die diesen Weg gehen, schenken ihre Ich-Kraft dieser Welt auch mit. Und das ist die Unzucht des Geistigen mit den Widersachern in Wahrheit. Das ist das, was zum Beispiel beim Dante in der göttlichen Komödie ganz gegen Schluss am Läuterungsberg oben, also nachdem schon eine großartige Läuterung Dantes natürlich passiert ist, aber auch all der Seelen heute, halt, die auf die er trifft, die zumindest aus dem Weg zu dieser Läuterung sind, und man oben dann schon ins sogenannte irdische Paradies kommt. Damit ist gemeint der Garten Eden. Also das ist jene Sphäre, aus der wir in der fernen Vergangenheit allmählich herabgestiegen sind zu den irdischen Inkarnationen, zu den ersten. Also das ist gar nicht die hohe geistige Welt, die dann Dante das Paradiso nennt. Es ist aber eben nicht dieses irdische Paradies. Das ist so. Geht bis zur Mondensphäre ungefähr. Und das ist im Übrigen eben auch genau der Bereich bis dorthin.
kann alles verdunkelt werden durch diese Kräfte, die sich hier auf Erden entwickeln. Also die dunkle Astralsphäre reicht jetzt noch nicht bis dorthin. Die Mondensphäre hat sowieso auch viel dunkle Sachen drinnen. Aber der Punkt ist, dass sie diese dunkle Erdenastralität bis dorthin gehen würde. Und dann verbindet sich vollkommen die ja, sowieso teilweise auch negativen Kräfte, die mit dem Mond auch verbunden sind, positive auch. Aber dann würden die negativen Kräfte überhand nehmen, sie würden sich sättigen mit dem Dunklen, was von der Erde kommt. So mächtig würde die Astralaura der Erde werden, die dunkle Astralaura, die finstere. Und finster heißt, dass sie nicht nur kein geistiges Licht aussendet, sondern dass sie geistiges Licht verschluckt und in Dunkelheit verwandelt. Also das ist finsterer als finster. Das ist also die Fähigkeit, die Kraft, Licht in Finsternis zu verwandeln. Und genau darum schildert Dante sicher nicht voll bewusst. Es ist alles schon scheinbar schön geworden, der Dante ist endlich geläutert und hat seine ganzen Sachen, ist er irgendwie losgeworden. Dann kommt noch die große Strafpredigt der Beatrice, die macht ihn ja völlig zur Schnecke. Er ist ja ganz kleinlaut da oben. Und dann gnädig. Sagt's aber dann eh, ja, du darfst dann eh in der Lethe baden. Also vergiss jetzt dann deine Sünden und das alles. Also das darf eh sein. Aber dann, bevor man, jetzt denkt man, jetzt ist das schon alles ziemlich in Ordnung, dann gibt's diese Szene, die Hure, Babylon oder wie immer man sie nennen will, die Unzucht treibt mit dem Riesen. Und dann kommt auch die Gestalt eines Drachens und so weiter. Und das ist das Bild, wo Geistiges in die dunkelste Welt hinuntergeführt wird. Und das geht's. Diese Unzucht ist damit gemeint. Das ist also das Schlimmste, was nicht nur die Erdentwicklung, unsere heutige Erdentwicklung betreffen kann, sondern die ganzen sieben planetarischen Entwicklungszustände unserer Erde oder kosmischen Entwicklungszustände. Denn das, was dieser Unzucht verfällt, das wird aus der Entwicklung herausgerissen. Also etwas Schlimmeres gibt es nicht. Und man kann es eigentlich gar nicht schlimm genug darzustellen, um an dem Schock über dieses Bild zu erwachen. Und darum schildert es Dante eigentlich. Und darum muss man es, ja, entsprechend drastisch darstellen, dass man zumindest nicht nur intellektuell sagt, aha, ah ja, das ist das absolut Böse jetzt, das da passiert. Ich hab's verstanden. Ich muss eigentlich bis tief in mein Astralisches erschüttert werden. Und bis in die tiefsten Kräfte des Astralischen hinein. Ich meine, was Dante da versucht, ist, das halt anzustoßen. Er konnte es bis zu einem gewissen hohen Grad erleben, welche Erschütterung das ist. Und um auch diese Erschütterung erleben zu können, die umgekehrte Voraussetzung ist, aber um auch die höchsten astralischen Kräfte wirklich erleben zu können. Um diese Erschütterung erleben zu können, da müssen wir eigentlich ringen darum. Wir müssen eigentlich suchen, diese Begegnung mit diesen Kräften auch. Also es nützt uns nichts, sie links liegen zu lassen und sagen, irgendwer wird es schon wegschaffen. Aber wir schaffen es als Menschheit gemeinsam. Niemand alleine kann das schaffen und muss es schaffen. Jeder hat so seinen eigenen kleinen Punkt. Genau den, den er bewältigen kann, wenn er will. Es gibt kein Müssen, auf dem Punkt gibt es kein Müssen mehr, es liegt in unserer Freiheit. Aber wir sollten wissen, wir haben die Fähigkeit, damit fertig zu werden und da durchzugehen. Und im Grunde
ist die Apokalypse oder auch eben so eine Schrift wie Dantes Göttliche Komödie ein Appell daran, Menschen, schaut hin, ihr habt die Kraft, da durchgehen zu können. Und ihr könnt dann bis zur höchsten Quelle aufsteigen. So wie es dann Dante am Ende schildert seiner göttlichen Komödie, also im dritten Teil im Paradiso, wo er zum Schluss wirklich bis zur Trinität hinauf aufsteigt, die in eins verschwimmt und aus dem heraus ein Menschenantlitz entgegenleuchtet. Das Christusantlitz entgegenleuchtet. So in dieses Bild kleidet er es heute. Und das ist aber dieselbe Kraft, die im Ich drinnen liegt. Und das spürt er, aber da versagt ihm sozusagen die Stimme. Das kann er dann die letzten Sachen gar nicht mehr in Worte fassen. Aber dieses Antlitz erlebt er. Und das ist das Antlitz des Christus, also dieses Erlebnis. Die gleiche Vollmacht des Ich ist ihm gegeben oder verliehen, die ich von meinem Vater empfangen habe. Diesen Satz, den ich so oft schon zitiert habe. Also bitte seht das auch immer, wenn er von so dunklen Sachen die Rede ist. Es ist nur die Herausforderung, sich zu besinnen darauf, in uns ist die Kraft, die stärker ist. Sorat kann unser Ich nicht von sich aus hineinziehen. Und er wäre der Einzige, der das wirklich total versucht natürlich. Aber auch er braucht den freien Entschluss des Menschen, dort hineinzugehen. Nur dann können wir dauerhaft dort versinken. Und eben die Menschen, die zeitweilig mitgehen mit diesem Wesen, die aber nicht aus freiem Entschluss mitgehen, sondern durch die Verführung der Widersacher, in denen ist immer noch genug Ich-Kraft vorhanden, um die Umkehr zu schaffen, wenn ihnen andere Menschen helfen, Unterstützung geben dabei. Dann ist diese Umkehr immer noch möglich. Weil eben selbst in dem, der ganz, ganz, ganz weit vom Weg abgekommen ist, ist die Kraft, es mit Unterstützung. Aber die Unterstützung bedeutet nicht, dass irgendwer für den die Aufgabe übernehmen könnte oder sollte, sondern sie heißt nur, ich schaffe dir Bedingungen und halte dir ein paar störende Dinge weg, damit du es schaffen kannst aus eigener Kraft. Und diese Kraft ist sozusagen im geringsten meiner Brüder drinnen. Außer bei denen, die dann endgültig verzichten darauf. Aber dieser Entschluss ist noch bei niemandem gefallen. Wenn wir sehen, wann der fällt oder so, das will ich jetzt nicht weiter untersuchen, aber der Entschluss ist noch bei keinem Menschen wirklich gefallen. Aber die Gefahr droht heute. Und auf diese Gefahr weist eben diese Szene am Läuterungsberg, weist der Dante darauf hin. Und das muss man sehen, dass das genau der Gegenpunkt ist zu dem höchsten Ziel, das wir erreichen können. Wirklich aus vollem Bewusstsein über irgendwann einmal über die volle Kraft der Schöpfungswelt, der Quelle wirklich zu verfügen. Aus Freiheit heraus und ganz bewusst. Nicht nur potenziell steht uns das zu, potenziell ist das für uns vorgesehen, aber wir müssen es Schritt für Schritt verwirklichen. Denn erst wenn wir aus dem heraus handeln, tätig werden, haben wir es wirklich. Es steht als Kraft für uns bereit, aber wir müssen sozusagen sagen, ich will. Und ich will heißt aber nicht, ich möchte gern, aber dann lasse ich es doch bleiben, sondern es heißt eben zur Tat überzugehen. Kann eine äußere Tat sein, aber vor allem wichtig ist der geistige Impuls, aus dem es entsteht. Also das heißt, auch wenn es eine äußere Tat ist, entscheidend ist der geistige Impuls, der drinnen ist. Das heißt, es ist also eine geistige Tat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, wenn man sich halt bewusst mit den dunklen Kräften verbindet, dann scheidet man endgültig aus dem Ganzen. Aus freiem Willensentschluss. Aber dann als endgültige. Und das ist halt die notwendige Voraussetzung
werden zu können. Und es ist hier in der Apokalypse, das Bild wird dann etwas später, also das ist jetzt ein Vorgriff, aber vielleicht lese ich sogar ein Stückchen davon, also noch drastischer geschildert. Und da sieht man, wie dann in der Ast wirklich in der Erde, die dann schon das Astralische geworden ist, dieses Bild also noch sehr viel drastischer kommt. Und dieses Bild ist es eigentlich, auf das sich Dante bezieht. Nämlich die große Babylon und ihr Sturz. Vorher war von der Stadt Babylon die Rede, also diese Stadt Babylon, das ist im Grunde unsere ganze Erde, die jetzt astralisch verfinstert ist. Und die Hure Babylon da, deren Sturz dann angedeutet wird, das sind wirklich die, die mit hinuntergehen in die andere Richtung. Und das ist dann ein endgültiger Sturz für die. Ich lese einen Teil davon vor. Es ist ein Vorgriff schon auf 17. Kapitel, aber es ist, glaube ich, wichtig zur Erläuterung jetzt von dem, was im 14. Kapitel schon so leise angedeutet wird, eben mit der Stadt Babylon. Und wir sehen also, aber auch jetzt da, weil es wird wirklich geschildert, also das ist nach der Ausgießung der Zornesschalen bereits. Und das ist in Wahrheit der Zeitpunkt, wo der Übergang stattfindet, bereits von der astralischen Erde in die weitere Vergeistigung. Also zunächst in einen noch geformten geistigen Zustand, dann in einen nur mehr keimhaften geistigen Zustand, das heißt in ein geistiger Zustand, der nur mehr ein ganz bestimmtes, konkretes Schöpfungspotenzial enthält, bis es sich dann ins Nichts hinein auflöst. Also das heißt zugleich in die höchste geistige Quelle. Und die Hure Babylon geht sozusagen mit, aber den anderen Weg, scheidet aus. Ich lese nur ein Stückchen, weil wir werden ein paar alte Bekannte wieder kennenlernen dabei. In leicht veränderter Form. Das muss man schauen. Will ich heute dann gar nicht so genau erläutern noch, weil wir werden ohnehin dazu kommen, aber mal ein bisschen als Vorgeschmack über die Dramatik und wie dramatisch es hier geschildert wird. Ich meine, es ist einfach, wisst ihr, wenn man seelische Entwicklung pflegt, dann ist es einerseits wichtig, sich mit den lichten, hellen, geistigen Bildern zu beschäftigen, sie sich vorzustellen, aber genauso mit den dunklen Bildern. Und man muss das Gleichgewicht zwischen beiden finden. Wir haben das letzte Mal über den Merkurstab gesprochen. Wir werden über diese Dinge eh noch mehr sprechen, weil es ja darum geht, wie wir jetzt konkret unser Astralisches entwickeln und formen. Aber wir brauchen beide Seiten. Wir brauchen die helle Schlange, sozusagen am Merkurstab, und wir brauchen die dunkle Schlange. Und wir müssen uns beiden stellen. Und das heißt, natürlich als Mensch, aber bitte, das muss man dazu sagen, nicht von heute auf morgen. Wir müssen uns langsam heranarbeiten, dass wir diese Bilder überhaupt ertragen. Und so wie die Menschheit, also Zeit gebraucht hat, das zu ertragen. Also im Grunde möglich ist es, es zu ertragen in dieser Konsequenz erst seit dem Mysterium von Golgatha und in Wahrheit erst einige Zeit danach, dass das wirksam wird. Vorher wäre es gar nicht möglich geworden. Man hat natürlich schon geahnt, was da ist, darum die ganzen Schilderungen, namentlich in der griechischen, lateinischen Zeit von der Unterwelt. Und plötzlich ist das Reich des Todes, früher war das der Aufstieg irgendwo hinauf, jetzt ist es, wo geht denn da hin? In die Unterwelt. Im Ägyptischen ist es irgendwo schon drinnen. Ich meine, da geht auch die Sonne, ja, die geht aber immer wieder durch. Die steigt auf, nicht? Weil die Ägypter haben sich ja wirklich, die waren es wirklich, die sind nur die Erde als Scheibe gedacht haben, und zwar ganz bewusstes Bild.
Darunter ist die Welt der Finsternis, die Unterwelt, und darüber die himmlische Welt, die lichte Welt. Und die Sonne geht aber jeden Tag durch das Ganze, sowohl durch die Oberwelt als auch durch die Unterwelt. Und der Mensch muss es letztlich auch irgendwann. Aber trotzdem, also diese Bilder in ihrer vollen Dramatik zu erleben, geht erst im christlichen Zeitalter. Und heute gehört es dazu, wenn man eine geistige Schulung anstrebt und letztlich jeder, der beitragen will zur Weiterentwicklung der Erde, müsste es anstreben, weil hingetragen werden wir nicht und die ganze Erde wird nicht hingetragen, sondern sie wird eben gebildet durch die geistige Tätigkeit der Menschen. Und das heißt als erstes das eigene astralische Verwandeln, dadurch als Folge und zwar Verwandeln im Sinne von neu erschaffen. Immer wieder die Betonung, nicht läutern im Sinne von Ablagern von Schlacke. Die Zeit ist vorbei, dass das heilsam wäre oder was bringen würde. In der Vergangenheit, in der vorchristlichen Zeit ging es nicht anders und es war notwendig, dass einzelne Individuen auf Kosten der anderen Menschen und auf Kosten der australischen Erdatmosphäre höher gestiegen sind, damit man die Verbindung zum Licht nicht ganz verliert. Aber das reicht alles heute nicht mehr. Es muss also wirklich neu erschaffen werden. Die Finsternis muss aufgelöst werden und stattdessen Licht hereingebracht werden, seelisches Licht, seelische Wärme hereingebracht werden. Das ist das Wichtige. Und wir können aber diese Kraft nur entwickeln dann, wenn wir uns eben auch der dunklen Seite stellen. Das ist auch der Unterschied, also eben zum vorchristlichen Weg. Da ging es darum, ich empfange von oben das Licht, ich hole mir die Lichter von oben und die fangen an, die Dunkelheit irgendwo, na, nicht aufzulösen, aber zu vertreiben, wegzutreiben von mir. Man könnte es so sagen, wie von oben kommt der Lichtstrahl, der kommt durch mich, sagen wir, durch den Pharao von mir aus herein. Und er strahlt dieses Licht jetzt auf sein Volk aus. Aber damit wird nicht die Finsternis aufgelöst, sondern sie wird nur hinausgetrieben. Also im Idealfall halt sozusagen übers ägyptische Reich hinaus, sagen. Nehmen wir mal das Bild so. Also über den Bereich des eigenen Volkes hinaus. Und dann wird durch den hohen Eingeweihten vielleicht das ganze eigene Volk bis zu einem gewissen Grad gereinigt, weil das konnten sie die meisten aus ihrer eigenen geistigen Kraft heraus noch nicht. Hieß aber zugleich Verderben über die anderen Völker. Und tatsächlich war es also in vorchristlicher Zeit so eine Art für, modern wird man sagen, Konkurrenzkampf, wer holt das stärkste geistige Licht herein und kann am stärksten sein eigenes Volk durchleuchten und die Finsternis hinaustreiben. Mit der Folge, dass aber die anderen Völker darunter leiden und vielleicht untergehen. Äußerlich dann auch natürlich mit verbunden mit den Kriegen, die gegen diese Völker geführt werden und die sehr oft also dazu geführt haben oder zumindest zu dem Versuch geführt haben, diese Völker auszurotten. Und zwar nämlich mit der Hoffnung auch, damit ja das Negativseelische, was sich dort gesammelt hat, irgendwie zum Verschwinden zu bringen, was natürlich nicht wirklich funktioniert hat. Aber wo man zumindest eben das Empfinden haben konnte, gut, es sind nicht mehr die Menschen da, die Träger dieser dunklen Kräfte sind, die man selber nämlich auf sie abgeladen hat. Das ist das Interessante. Also das heißt, es war der Hass besonders da auf die und der erbitterte Kampf gegen die Völker, denen man die eigenen dunklen Seiten aufgeladen hat. Das muss man sich einmal vorstellen. Und
Es ging aber nicht anders. Also es ist jetzt nicht, man sagt, ja bitte, dann ist ja der böseste Schwarzmagier überhaupt, der sowas tut. Er musste es tun. Nur so konnte überhaupt geistiges Licht hereingeholt werden. Er musste es tun. Da gab es also keinen drinnen, es zu tun. Und jedes Volk, jeder eingeweihte Volksführer musste dafür sorgen, dass für sein Volk das so abläuft. Mit dem Bewusstsein durchaus, alle anderen müssen eigentlich hinuntergestoßen werden. Und es ging halt darum, wer schafft es am besten. Ich meine, letztlich nicht so deutlich ausgesprochen, aber steckt es ganz deutlich auch im auserwählten Volk Israel drinnen. Es empfindet sich als das auserwählte Volk, das von diesem Licht durchleuchtet ist, und alle anderen Völker sind schlecht und sollten verschwinden von der Erde im Grunde, sodass sich dieses eine erleuchtete Volk verbreiten kann über die ganze Erde. Dann sei die Erde befreit, nur sie ist es halt nicht wirklich. Das funktioniert halt nicht. Das konnte man aber damals noch nicht wirklich so sehen, auch die hohen Eingeweihten nicht. Weil natürlich war ihnen klar, dass der Prozess, ja, sie konnten geistig verfolgen, es erfolgt eine Läuterung in meinem Volk, es ist eine Reinigung, natürlich eben auch keine vollkommene, ich sehe auch, wie die Wolke dort hinausgeht, aber wie das Ganze sich wirklich weiterentwickelt, konnten sie nicht verfolgen. Und sie konnten auch nicht sehen, also was notwendig ist, wirklich, um diese dunklen Kräfte aufzulösen, nicht nur wegzuschieben, sondern aufzulösen. Das konnten sie damals noch nicht verstehen, weil sie diesen Ich-Impuls, der erst durch das Mysterium von Golgatha eingezogen ist, eben noch nicht hatten. Etwa auch wenn der hohe Eingeweihte, der Pharao, irgendwo so Stellvertreter des Volks-Ichs war, dann war er aber es dadurch, dass er noch von oben erleuchtet war. Und nicht, dass dieses Licht in ihm selbst erwacht ist. Und darum auch bei der Einweihung des Pharaos oder auch des hohen Priesters und so weiter, musste das Ich ausgeschaltet werden. Also das heißt, gesucht wurde die Erfüllung von dem, ja, hellen, strahlenden, astralischen Licht in Wahrheit, das von oben kommt. Und das dachte man, wenn man das herunterführt auf die Erde und in mein Volk hineinführt, diese Astralität, diese leuchtende, strahlende Astralität, dann wird sich die Erde reinigen. Mehr konnten sie nicht sehen. Was das Ich wirklich vermag und dass das überhaupt notwendig dazu ist, um die dunklen Kräfte ganz aufzulösen, das konnten sie nicht sehen. Das konnten sie nicht sehen, auch bei der besten inneren Gesinnung, die sie hatten. Also man muss ja sehen, welche gewaltige Umwandlung in der Menschheit passiert ist durch dieses Mysterium von Golgatha. Dass etwas, was vorher völlig unmöglich war, seit dem Zeitpunkt begonnen hat, möglich zu sein. Und dass es daher für uns möglich ist, für uns das möglich ist, und zwar für jeden, für den kleinsten aller Menschen sozusagen möglich ist, das, was in der Vergangenheit nicht einmal dem höchsten Eingeweihten damals möglich war. Das heißt, in jedem von uns steckt das Potenzial, über diese großen, weit entwickelten Menschen der Vergangenheit hinauszusteigen, weil wir haben etwas, über das sie damals noch nicht verfügt. Natürlich haben sie die auch weiterentwickelt, sind wieder inkarniert worden auf Erden und sind dann auch höher gestiegen und haben den Impuls aufgenommen, den Christusimpuls. Aber wir müssen einfach sehen, dass wir in unserem kleinen Ich eine Kraft, so wie wir es heute haben, eine Kraft drinnen haben, über die die höchsten Weisen der Vergangenheit nicht verfügt haben. Aus eigener Kraft. Und darum braucht uns nicht irgendwie bange werden vor der Zukunft. Ich will nicht sagen, dass damit alles leicht wird. Und ich meine, es gibt nämlich der schwerste Kampf ist sowieso immer der
Ja, mit einem selbst, das heißt mit dem eigenen Ego, mit dem kleinen Ich irgendwo. Das ist immer der schwerste Kampf und dem entkommt in seinem Leben sowieso niemand. Aber wir müssen wissen, dass wir den Kampf bestehen können. Wir haben die Kraft dazu. Die ist sozusagen verbrieft, weil sie ist größer als diese Dunkelkraft. Weil sie diese Lichtkraft kann letztlich die Dunkelheit, die in der Welt entstanden ist, auflösen. So weit kann das Licht von sich aus nicht in Finsternis verwandeln. Es kann also das Astralische verwandeln, aber die Ich-Kraft selber kann es nicht verdunkeln. Das ist der Punkt. Sondern da muss das Ich eben aus eigenem Entschluss sagen, ich will in die Dunkelheit, ich will Teil dieser Dunkelheit werden. Aber selbst Sorat schafft es nicht, also das aus sich heraus zu schnappen und sich einzuverleiben und jetzt ins Dunkle zu zerren. Und das haben wir dem voraus. Wir können den ganzen Schaden, den Sorat angerichtet hat, wir können zwar wohl nicht ihn selber so durchleuchten, dass er in Auflösung kommt, aber wir können es alle die Folgen, die er in unserer Erdentwicklung gerichtet hat und noch weiter anrichten wird, die können wir auflösen. Ich meine, wir werden den Sorat nicht erlösen können. Aber wir können alle Folgen, die er hinterlassen hat in der Welt, halt je nachdem, wie viele Kräfte wir dazu aufbringen, wirklich zur Auflösung bringen. Das Potenzial dazu ist da. Und wir haben Zeit, dieses Werk zu vollenden, bis zur übernächsten kosmischen Verkörperung unserer Erde. Das ist schon eine ganz schöne Strecke, weil da kommt das neue Jerusalem noch dazwischen. Das ist ein ganzer kosmischer Entwicklungszyklus. Also das ist schon was Großes. Und dann geht dieses neue Jerusalem wieder durch eine Vergeistigung durch, löst sich also fürs Äußere vollkommen auf in nichts und kommt dann als die sogenannte neue Venus heraus, von der Rudolf Steiner spricht. Der Name Venus ist sehr schön gewählt. Venus gilt immer als der Liebeplanet, der Liebesplanet. Die Venus wird bereits ganz erfüllt sein von Liebeskräften. Wird schon am neuen Jerusalem da sein. Aber in der Venus wird es ausgereift sein, wird es als schon sehr vollkommenes Prinzip da sein. Und da, gegen Ende dieser Entwicklung, also im sechsten Hauptzyklus, im sechsten Unterzyklus und von dem noch einmal den sechsten Unterzyklus, ihr wisst, wir haben das nicht so ausführlich im Detail vielleicht besprochen, aber diese kosmische Entwicklung läuft in einer ganzen Kaskade von Zyklen. Unsere Erdentwicklung selber macht sieben Stufen, sieben Entwicklungsstufen durch, also sieben sogenannte Lebensstufen durch. Und diese sieben Lebensstufen machen jede davon sieben Formzustände durch. Und die untergliedern sich dann noch weiter, bis wir zu unseren Kulturepochen und so weiter kommen. Zu den sieben großen Kulturepochen, die sieben Gemeinden, von denen in der Apokalypse die Rede war, die ein Bild dafür sind, für diese sieben Kulturepochen. Das sind so kleine Unterzyklen. Aber so grob gesprochen kann man sagen, in der sechsten Hauptrunde, im sechsten Unterzyklus und dort im sechsten Unterzyklus, dort fällt die letzte Entscheidung. Das ist wieder diese berühmte Zahl 6. 6, 6. Also wenn man spricht von der Zahl des Tieres, deutet das eigentlich hin auf die Zahl, bis zu dem Zeitpunkt muss für uns das Tier überwunden sein, das heißt ausgeschieden sein aus der Entwicklung. Was bis dahin noch dem Tier verhaftet bleibt, geht mit diesem mit. Ab dem Moment geht es heraus aus der fortlaufenden Entwicklung, nimmt eine andere Richtung, also wer dort mitgeht. Also da haben wir noch mehr als, ja, wenn ich jetzt unsere Erdentwicklung noch dazu rechne, die wir davor haben, wir stehen
wenn ich die sieben großen Zyklen der Erdentwicklung nehme, im vierten Zyklus drinnen in der Mitte. Also da haben wir noch einige Zyklen vor uns. Das greift weit über das hinaus, was da in der Apokalypse beschrieben ist, im Übrigen. Weil jetzt ist hier die Rede davon, wenn die Erde vom physisch-ätherischen Zustand in den astralischen Zustand übergeht, dann ist das ein Formzustand, der sich ändert. Eben der physisch-ätherische Zustand wird zum astralischen Formzustand verändert. Das heißt, und das jetzt in der mittleren von sieben großen Entwicklungszyklen. Und jetzt kommt dann auf diesen mittleren, auf den vierten, ein fünfter großer Zyklus. Der ist so groß wie alles das, was da geschildert ist von der Schöpfungsgeschichte der biblischen und sogar noch ein bisschen davor begonnen, bis zum Ende da, bis zur Apokalypse. So ein ganzer Zyklus kommt ein fünfter, ein sechster, ein siebenter. Und dann ist erst unsere Erdentwicklung vorbei. Und dann erst kommt das neue Jerusalem. Und das läuft wieder durch sieben Stufen durch. Und die mittlere Stufe wird wieder die sehr entscheidende sein. Also da ist viel, viel Zeit auch. Wie wir die Zeit dann erleben, ist ein anderes Kapitel. Wir werden sie ganz anders erleben. Aber wir werden in dieser Zeit unheimlich viel entwickeln können. Eben wenn man schaut, wie sich das geistige Entwicklungstempo der Menschheit beschleunigt hat. Man darf das nicht unterschätzen und darum ist das so wichtig, weil wenn man, was Steiner sagt, dass wir uns ab dem 6., 7., 8. Jahrtausend zumindest ein Teil der Menschheit nicht mehr verkörpern wird. Das heißt, die physisch-stoffliche Entwicklung der Menschheit zu Ende geht, in so knapper Zukunft. Das ist, wenn man denkt, wie lang das gedauert hat, bis der erste Mensch auf Erden stand, der annähernd schon unsere Gestalt hatte, von dem man also sagen kann, er gehört der Gattung Homo sapiens an. Das hat Hunderttausende von Jahren, ja Millionen Jahre gedauert, in Wahrheit. Ich meine, so die ersten Gestalten, wo sich das schon langsam herauskristallisiert, ein Wesen, das sich aufrichten kann, und das eben, was man an den Fußabdrücken sieht, da komme ich vielleicht bis vor etwa 3 Millionen Jahre zurück oder so. Ich meine, erdgeschichtlich gesehen ist das immer nur eine Kleinigkeit. Aber wenn ich es vergleiche mit den paar Jahrtausenden, die wir jetzt noch haben, ist das ein immens langer Zeitraum. Aber daran sieht man, wie das Entwicklungstempo zugenommen hat. Und wir sind jetzt da auch in einem Höhepunkt im Übrigen drinnen, dass die Weltbevölkerung jetzt so dicht und groß ist und noch immer ein bisschen im Ansteigen ist, wird aber nicht mehr lang so gehen. Ist auch ein Zeichen davon, dass jetzt ein Höhepunkt oder ein Tiefpunkt der Erdentwicklung ist. Je nach Perspektive. Die dunkelste Zeit einerseits, die tiefste Zeit, aber auch die, in der am stärksten geistige Kräfte entwickelt werden können. Und das geht noch eine Weile durch, das geht jetzt durch unser Michael-Zeitalter durch, dass das also vor allem dem gewidmet sein muss, dass wir diese geistige Ich-Kraft wirklich kennenlernen, aus ihr in Freiheit agieren lernen, aus ihr den Mut aufbringen, die Dunkelheit zu überwinden. Und Mut aufbringen heißt eben wirklich die Kraft dazu aufbringen, das zu tun. Ja, der Angst, die die Finsternis uns entgegensendet, zu überwinden. Mut ist nicht Tollkühnheit. Mut ist nicht, ich kenne die Angst nicht. Der Mutige ist der, der die Angst am meisten kennt. Aber der sie überwunden hat. Das ist die Kraft, die die Finsternis auflöst. Das ist die Kraft. Aber da muss ich sozusagen der Finsternis ins Auge
schauen können. Das heißt, mich der Angst stellen. Also ein Mensch, der blind auf los rennt und sie in was Gott was hineinstürzt, ist nicht der Mutige. Der ist ein bisschen verrückt, in Wahrheit. Und wahrscheinlich angetrieben von irgendeiner Widersachermacht, aber sicher nicht geleitet von seinem Ich. Sondern das Ich ist das, das halt aushält, in die Dunkelheit zu schauen. Diese Dunkelheit, die mich, mein Licht verzehren will, die Licht auslöschen will. Und wie antwortet darauf? Ich schicke da stärkeres Licht entgegen. Ich schick's dir entgegen. Und je mehr ich dir entgegenschicke, desto mehr durchlichte ich die Finsternis, bis sie sich auflöst. Weil die Widersachermächte, sie können diese Astralwelt verfinstern. Das Astralische, das Weisheitslicht, das im Astralischen ist, können sie verfinstern. Aber die geistige Kraft, die vom Ich ausstrahlt, können sie nicht verfinstern. Und indem wir Astralisches, dunkles Astralisches ins Nichts schleudern und helles Astralisches stattdessen hervorbringen, lösen wir die Finsternis auf. Und das kann unser Ich. Und diese Kraft muss es halt erproben, Schritt für Schritt. Und wenn wir aus dieser wirklichen Ich-Kraft heraus arbeiten, wenn dann der Christus in uns wirksam wird als Herr unseres Karmas auch. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Frage, die es zu behandeln gibt. Es ist nämlich ja so, also wir haben sehr, selbst in unserem eigenen Astralleib sehr viel Dunkles. Das sind im Wesentlichen die ganzen karmischen Dinge, die wir mitschleppen. Mal jetzt grob gesprochen. Und die Aufgabe ist ja, das aufzulösen. Und das geschieht oder geschah in der Vergangenheit und zum Teil natürlich auch heute noch mit Hilfe der geistigen Wesenheiten, die über uns sind, aber auflösen heißt zunächst einmal immer wieder ablagern. Weil das Auflösen, das wirkliche Auflösen geht erst jetzt, seit wir aus dem Ich heraus die Kraft dazu haben. Also man muss auch sehen, dass daher das Auflösen karmischer Kräfte in der Vergangenheit eigentlich nicht möglich war. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie wirklich aus der Welt verschwinden, sondern es ist auch, hat beigetragen, eben genau zu der Belastung der seelischen Erdatmosphäre. Erst jetzt beginnt das. Und das ist auch gemeint mit dem Ausspruch, den Rudolf Steiner manchmal verwendet oder sagt, der Christus ist der Herr des Karmas geworden. Aber das heißt, der Christus in uns, in unserem Ich. Und diese Verbindung, die ermöglicht es, das wirklich komplett aufzulösen. Jeder von uns hat die Kraft. Und daher dürfen wir den Mut aufbringen, in die Finsternis zu gehen, hineinzuschauen, ja nicht nur hineinzuschauen, in sie hineinzugehen und sie aufzulösen. Schritt für Schritt. Weil jeden dunklen Teil, dem ich mich stellen konnte, wo ich den Mut aufgebracht habe, dem in seiner ganzen Abscheulichkeit ins Auge zu schauen, den habe ich damit aufgelöst im Grunde. Zumindest das, was meins einmal betrifft. Das ist aber der Beitrag dann für die gesamte Erdentwicklung und Menschheitsentwicklung. Aber mein Dunkles habe ich einmal aufgelöst. Und das ist halt heute sehr wichtig, sich bewusst zu machen, wenn man einen geistigen Weg gehen will. Und dass alle geistigen Wege, die diese Auseinandersetzung mit dem Dunklen, diese Forderung, den Mut aufzubringen, ins Dunkle zu gehen auch, die nicht stellen, arbeiten auf der Seite der Widersacher.
vielleicht nicht bewusst, aber ob sie es bewusst tun oder nicht bewusst tun, ist für die Wirkung her letztlich egal. Die kann aus einer sehr guten Gesinnung sein, die so gut war wie die beste Gesinnung, die man in vorchristlicher Zeit hatte. Und die Menschen, die hohen Eingeweihten, hatten eine gute Gesinnung und waren erfüllt von hohem Geistigen. Aber wenn ich das heute so mache, dann geht's schief für die Erde. Oder für Teile der Erde und vor allem für die Menschen, die es so machen. Und darum sollte man sich da nicht verführen lassen, sondern dass man weiß, die beiden Seiten müssen ins Gleichgewicht gebracht werden, die lichte und die finstere. Und das ist auch mit der Grund, warum wir natürlich jetzt hier in der Apokalypse teilweise Bilder haben, die erschreckend ausschauen. Weil wir an ihnen lernen sollen, den Mut aufzubringen und diesen Herausforderungen zu stellen. Also, was ich euch nicht versprechen kann, ist, dass das immer so erhebend sein wird, dass ich nur im Lichte mich bewege. Ich gehe einen geistigen Weg und der führt mich immer mehr ins Licht hinauf. Ja, je mehr ich ins Licht schauen kann und mich geistig erheben kann ins Licht, umso tiefer muss ich eigentlich hinuntersteigen. Und dieses Dunkle durch mein Licht, das ich ausstrahlen gelernt habe, erlösen. Die Kraft haben wir. Und es geht darum, sich nur dessen bewusst zu sein. Dessen kann man sich hundertprozentig sicher sein. Da gibt es keine Unsicherheit. Dass ich sage, ja, wer weiß, ob ich es wirklich habe, die Kraft. Indem ich ein Ich habe, habe ich diese Kraft. Ich muss sie nur selber in Tätigkeit bringen. Das liegt an mir. Ich muss den Impuls fassen, daraus tätig zu werden. Und damit kann ich jede Herausforderung bis hin zur Herausforderung durch den Kerl Sorath da, oder wie immer man nennen will, der eigentlich unser ganzes Wesen angreift, mit dem können wir fertig werden. Nämlich so, dass er uns jedenfalls nichts anhaben kann und der Erdentwicklung nichts anhaben kann. Wir können ihn nicht erlösen, wir können ihn nicht zu einem hellen Wesen verwandeln, das können wir nicht, aber wir können jedenfalls dafür sorgen, dass er uns in Ruhe lässt. Aber dazu müssen wir uns halt vorbereiten, Schritt für Schritt, indem wir den Weg durch die Unterwelt wagen. Dass er dorthin geht. Und ja, das als Vorbereitung. Ich habe euch ja noch gar nicht das vorgelesen, was ich euch vorlesen wollte. Nicht, dass mir wieder so geht, dass dann ich das vergesse und aufs nächste Mal verschiebe. Also jetzt kommt dieses dunkle Bild oder dieses Bild halt der großen Babylon und ihres Sturzes einmal zum Teil. Erster Teil davon. Da kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, damit sind die Zornesschalen gemeint, die bereits ausgegossen wurden, und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf vielen Wasserströmen sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren unreinem Wein die Bewohner der Erde trunken sind. Und er führte mich auf dem geistigen Plane in eine Wüste. Interessant. Weil das Bild mit der Wüste kommt da vor im Übrigen bei dem Weib mit der Sonne begleitet ein Knäblein gebärend, die flüchtet sozusagen auch in die Wüste. Das spielt sie jetzt auch in der Wüste. Und er führte mich auf dem geistigen Plane in eine Wüste. Da sah ich auf einem scharlachroten Tiere, scharlachrotes Tier, ein Weib sitzen. Das Tier war über und über bedeckt mit Namen der Geistverwünschung. Geistverwünschung heißt also wirklich geistiges Licht in Dunkelheit verwandeln wollen. Das ist nicht nur, ich fluche darüber, über das Geistige, geh weg, sondern das heißt also, dieser Fluch, diese Verwünschung,
wenn man so will, ist der Versuch, also das astralische Licht, bitte nicht das Licht des Ich, also die geistige Kraft des Ich, mit der kann er nicht, aber alles Astralische, da ins Dunkel verwandeln, aber zugleich das Ich zu locken, komm mit mir mit, freiwillig. Komm mit. Ich gebe dir so viel Macht, ich gebe dir die größten Lüste, die du dir nur denken kannst und so weiter. All das schenke ich dir. Die höchsten Freuden sozusagen schenke ich dir. Also das ist die Gefahr dabei. Wirklich auslöschen kann es eben das Ich nicht, aber verführen, wenn wir uns lassen. Da sah ich auf einem scharlachroten Tiere ein Weib sitzen. Das Tier war über und über bedeckt mit Namen der Geistverwünschung und hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Ich denke, diesem Tier sind wir schon mal begegnet irgendwo, aber beachtet, es hat das scharlachrote Farbe jetzt. Und vorher war es ein bisschen anders geschildert. Nur um aufmerksam zu machen darauf. Das Weib war mit purpurroten und scharlachroten Gewändern bekleidet. Dazu mit Gold und Edelsteinen und Perlen glänzend geschmückt. Sie hielt in der Hand einen goldenen Kelch voll von Gräueltaten und unreinen Wesen, die ihrer Unzucht entstammten. Also sie hält diesen Kelch uns entgegen, da sind all diese Verdunklungen drinnen. All die Verdunklungen, an denen wir mitgearbeitet haben. Und auf ihrer Stirne stand ein Name geschrieben, ein Mysterium. Die große Babylon, die Mutter aller Hurerei und aller Gräueltaten auf Erden. Jetzt eigentlich noch einmal erwähnt, es ist eh schon drinnen irgendwo. Und ich sah das Weib trunken von dem Blute derer, die dem Geist ergeben sind, und von dem Blute der Zeugen Jesu. Als ich das Weib sah, befiel mich eine große Verwunderung. Da sprach der Engel zu mir: Worüber verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis des Weibes sagen und das des Tieres, das sie trägt und das 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Das Tier, das du siehst, ist da gewesen. Es ist jetzt nicht da, aber es wird von neuem aus dem Abgrund emporsteigen. Und dann wird es seinen Untergang finden. Die Menschen auf der Erde, deren Namen seit der Grundlegung der Welt niemals im Buche des Lebens gestanden haben, werden in große Verwunderung geraten beim Anblick des Tieres, das in der Vergangenheit da war, jetzt nicht da ist, aber in der Zukunft da sein wird. Hier spricht der Verstand, der Weisheit hat. Ja, ich werde jetzt auch keine Auflösung dazu geben. Wir müssen sie gemeinsam finden und wir werden das. Es ist jetzt auch ein großer Sprung nach vorne gewesen, eben weil dieses Motiv, das wir gerade besprechen, mit der Stadt Babylon hier wieder anklingt, in viel verschärfterer Form anklingt. Und darum wollte ich diese Beziehung aufzeigen. Aber lösen oder arbeiten mit dem Rätsel werden wir. Es wird wahrscheinlich noch einige Vorträge dauern, bis wir dann dorthin kommen. Was wir jetzt wirklich sehr, sehr intensiv besprechen müssen und besprechen werden beim nächsten Mal, ich glaube, heute wird sich das alles nicht mehr ausgehen. Ich hatte das zwar schon leise im Hintergrund für heute, aber wir werden es halt dann am nächsten Mal intensiver besprechen. Ja, wie arbeite ich denn jetzt ganz konkret an meinem Astralischen? Wie kann ich dazu beitragen, dass da bereits es anfängt, Dunkles aufzulösen und Lichtes dafür zu
einzubauen, sagen wir mal jetzt, unser astralisches, in unsere Astralwelt. Und wir werden uns daher sehr genau beschäftigen müssen, wie, welche Organe hat auch dieses astralische, weil Organe, es ist also Ordnung, die darin herrscht, in diesem astralischen drinnen. Also das sind zum Beispiel auch diese Lotusblumen, wie man es nennt, oder Chakren, die gebildet werden. Organe, man darf sich natürlich nicht vorstellen, da ist irgendein Ding da drinnen. Ich meine, die Organe bestehen in nichts anderem als aus ganz bestimmten seelischen Tätigkeiten, die wir erlernen müssen, die man dann mit bestimmten Körperpartien in Verbindung bringen kann, deswegen in Verbindung bringen kann, weil sie mit seelisch-astralischen Kräften zu tun haben, die eben mit diesen Körperpartien irgendwas zu tun haben. Und was relativ da oben einmal anfängt zu arbeiten und sich dann langsam vorarbeitet bis in die Tiefe. Und wir müssen bis in die Tiefe gehen, weil dort sind eben die stärksten astralischen Kräfte und dort können die lichtesten gebildet werden, wenn wir die dunklen, die jetzt zu einem Teil drinnen stecken, aufgelöst haben. Dann können wir die lichten hereinbringen, so wie sie einmal in der Vergangenheit waren, aber jetzt eben so erneuert, dass sie unsere Schöpfung sind. Vorher wurden sie aus der Schöpfungsquelle gegeben. Dann ist im Zuge der ganzen Erdentwicklung und durch das Werk der Widersacher, die selbst eigentlich von der Schöpfungsquelle, wie sagt Steiner, immer bestellt wurden dazu oder abkommandiert wurden dazu, die haben das alles verdunkelt. Und jetzt kommt ein neues durch den Menschen geschaffenes astralisches Licht. Das von der Erde dann ausstrahlt. Also das heißt, das Schönste wäre und bis zu einem gewissen Grad wird so sein, wenn die Erde jetzt da in diesen Entwicklungszustand übergeht, wo sie sich vorbereitet, das neue Jerusalem zu werden, dass diese Erde in einem astralischen Licht erstrahlt in den Kosmos hinaus durch die Kraft der Menschheit. Das heißt, aller freien Individuen, die sich zusammenfinden, um dieses Licht zu entzünden, dieses seelisch-astralische Licht einmal zu entzünden. Und das wird halt das Große sein. Und das ist, ja, möchte ich sagen, das, was die Freude der göttlich-geistigen Welt erregen wird. Wenn ihnen von da unten, von der Welt, die ja, bei der zugelassen wurde, dass sie in die Verdunklung, in die völlige Verdunklung verfällt, wenn aus der ihr ein neues, ein ganz erneuertes, aus Freiheit geschaffenes Licht entgegenstrahlt. Das können wir als Menschheit. Über diese Fähigkeit verfügen wir. Und das heißt, jeder einzelne Mensch verfügt über diese Fähigkeit. Also es gibt keinen Grund, kleinmütig zu sein. Es gibt keinen Grund, zu sagen, oh, die Zeit jetzt ist so schwierig. Ja, natürlich ist sie schwierig. Aber als geistig strebende Menschen dürfen wir immer darauf schauen. Aber wir haben da auch die höchste Möglichkeit, unsere Kraft zur Entfaltung zu bringen. Das eine bedingt das andere. In einer Zeit, die weniger dunkel ist, wird auch das Licht weniger hell. Und wir stehen jetzt in der Phase drinnen. Ich meine, es hat schon begonnen im 20. Jahrhundert. Es hat sich jetzt gesteigert. Ich denke, wir sind ziemlich am Höhepunkt dessen. Aber es wird noch in die Zukunft gehen. Die Verdunklung einerseits, aber vor allem die große Möglichkeit, unser Licht zu entzünden. Und das, was wir jetzt in diesem Zeitraum entzünden, das wird ganz entscheidend sein. Das wird ganz entscheidend sein für die Zukunft. Und das ist vor allem eben auch die Aufgabe dieses Michael-Zeitalters, in dem wir jetzt drinnen stecken. Etwa Michael, der, ja, wie man so schön sagt, den Drachen auf die Erde gestürzt hat, wo ich oft gesagt habe, na, Dankeschön, jetzt haben wir ihn da unten. Ja, warum hat er ihn da hergestürzt? Weil er mit der Kraft nicht fertig wird. Er kann das nicht auflösen. Wir können's. Wir können's. Den Drachen
besiegen, dadurch, dass wir ihn durchleuchten. Das können wir, nicht einmal der Michael kann das. Er kann es nicht. Wir können es. Wir dürfen es. Wir sollen es, wenn wir dem würdig sein wollen, was mit uns veranlagt ist. Ich meine, macht euch das bitte bewusst, welches Vertrauen die Gottheit in uns setzt, dass sie uns entscheidend darüber lässt, was aus dieser Schöpfung wird. Ob was Großes daraus wird oder nur was sehr Kleines, liegt an uns. Und es liegt deswegen in uns, weil die Gottheit sich entschlossen hat, uns diese Kraft so zu geben, dass wir sie als Freiheit handhaben können. Das heißt, schöpferisch aus dem Nichts selbst heraus zu schaffen. Und diese Kraft steckt in uns. Und im Grunde gibt es nichts mehr, vor dem man sie fürchten muss. Das heißt, man kann ja sicher, man wird die Angst immer wieder erleben, weil in dem Moment, wo uns diese Widersacher entgegenkommen, die sind die personifizierte Angst sozusagen. Oder umgekehrt, die Angst ist das Erlebnis dieser Wesenheiten in Wahrheit. Aber wir haben die Kraft, damit fertig zu werden. Wir haben sie. Und wie gesagt, selbst der ärgste Verbrecher hat sie. Und nur dann, wenn wir sie nicht bewusst wegwerfen, sozusagen bewusst dem Sorat in den Schlund werfen, haben wir sie unverlierbar. Wir können sie nur aus eigenem freien Willen, nicht einmal aus Versehen oder aus Verfehlung verlieren, sondern nur aus dem klaren, wachen Entschluss, der reift über lange, lange Zeiten. Muss man dazu sagen, es ist nicht einmal und kaum habe ich ihn gefasst, jetzt bereue ich ihn. Das ist ein Weg, diesen freien Entschluss zu verwirklichen, sozusagen, bis ich auf dem Punkt ohne Wiederkehr angelangt bin. Aber es wird uns zugetraut, weil wir die Fähigkeit haben dazu. Und darum wurscht, was passiert, die erste Frage ist immer, was kann ich aus meinem Ich schöpferisch damit machen? Wie kann ich damit umgehen und was kann ich Neues zu erblühen bringen? Und wenn alles Alte versinkt, das ist wurscht, dann habe ich erst recht die Kraft, was Neues in die Welt hineinzustellen. Und wir müssen auch natürlich jetzt in der Zeit dieses hohen geistigen Entwicklungstempos damit rechnen, dass die Welt sich sehr schnell verändert. Unsere Zivilisationswelt sowieso, aber auch die Naturwelt. Dass das also ein wesentlich höheres Tempo annimmt, als es in der Vergangenheit hatte. Also das heißt, wir müssen damit leben, dass bildlich gesprochen jeder Tag was Neues bringt und wir müssen nicht nachweinen dem Vergangenen, sondern wir müssen in die Zukunft schauen, wenn wir sie selbst gestalten wollen und wir die Kraft nützen, die uns zur Verfügung gestellt ist, wenn wir die nützen wollen. Ich meine, wenn wir sie nicht nützen wollen und zu träge sind, na, dann sind wir halt zu denen, die einmal hinüberschlittern in das dunkle Reich. Wahrscheinlich sind wir dann, na, mit Sicherheit sind wir dann nicht einer, der jetzt den schwarzen Weg aus bewusstem Entschluss geht, sondern wir sind die mitschlittern aus Bequemlichkeit. Dann können wir halt darauf hoffen, dass uns irgendwann andere Menschen, die sehr wohl bewusst den Weg zum Licht gewählt haben, uns helfen und uns unterstützen, wieder rauszukommen. Aber ich denke, schöner ist es, wenn wir es aus eigener Kraft einmal versuchen und anderen zu helfen dadurch, weil dadurch erwerben wir uns eben ja auch die Fähigkeit, den anderen helfen zu können. Und das können wir einander jetzt schon gegenseitig. Also wir müssen nicht warten, sondern es geht darum, was die Unterstützung, die ein Mensch dem anderen gibt. Daher der höchste Individualismus, die höchste Freiheit ist verbunden eigentlich mit dem sich verbinden, letztlich mit wirklich der gesamten Menschheit. Weil sie wird dann als ein Ganzes irgendwann einmal eine neue Schöpfung hervorbringen. Aber das haben wir schon gesprochen. Wenn wirklich
der ganze Weg durch die sieben planetarisch-kosmischen Inkarnationen der Erde durch ist, dann sind wir so weit als Menschheit, einen ganzen Kosmos zu schaffen. Und das ist die Vereinigung aber aller Menschen, die da durchgegangen sind, das gemeinsame freie Werk. Und keine Individualität geht dabei verloren. Und ich glaube, das Ich wird halt dann wieder eingeschmolzen oder eingerührt in irgend so was Kollektives. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, beizutragen und mitzugehen diesen Weg. Und die Apokalypse, aber natürlich genauso die Anthroposophie, ist eine Einladung, diesen Weg mitzugehen. Wir werden dann das nächste Mal halt genauer darüber sprechen, was wir noch konkreter tun können. In vielen Details. Aber ich glaube, das ist jetzt entscheidend, dass wir so Punkte sehen, wo kann ich denn wirklich anfangen? Das klingt alles so fern und so groß und so überdimensional. Und was haben wir alles auf den Schultern? Und ich bin froh, wenn ich den nächsten Tag überstehe. Also schauen wir, wo wir diese Kräfte finden in uns. Damit sage ich euch Danke für heute. Wünsche euch eine gute Nacht und das nächste Mal gehen wir auf den 55er los. Gerne. Gerne. Gerne, ich wünsche euch eine schöne Woche noch. Gerne. Danke, Frau Soar, fürs Aufnehmen und Starten wieder heute. Danke, Wolfgang. Gute Nacht. Baba. Gute Nacht, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Gibst du dem François meine E-Mail-Adresse? Ja, mache ich. Mache ich. Danke. Danke, Michaela. Baba. Baba. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.